Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei einer fröhlichen Runde Hunter. Lange, lange ist es her, seit wir das letzte Mal in der Besetzung gespielt haben. Leider fehlt uns immer noch der Dark Flo. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Der mag uns nicht mehr oder so. Oder hat kein Internet mehr oder irgendwas. Auf jeden Fall, falls du das siehst, wir vermissen dich, komm zurück. Oder sag mal, was passiert ist. Ja, aber trotzdem mit mir weiter dabei der Alucard als John Blair, der Sleepnose als Constantine Hardcastle und der Beru als Dave O'Madigan. Und letzterer hat sich doch heute bereit erklärt, die Zusammenfassung vom letzten Mal zu machen, was ich sehr beeindruckend finde, weil das schon eine ganze Weile her ist. Und Aber der Vero hat ein Elefantengedächtnis, oder er bemüht sich mal zumindest drum. Gut, was beim letzten Mal passiert ist. Das letzte Mal hat begonnen. Wir waren noch in diesem Großraumbüro, wo uns in der Folge zuvor ein gewisser Mr. D begegnet ist und wir unliebsame Überraschungen erleben mussten, indem wir feststellten, dass das Mother Hauptgebäude oder das Hauptquartier von einer Organisation namens Gaia überfallen worden ist. Und so standen wir allein und hilflos mehr oder weniger da und hatten versucht, ein bisschen Licht ins Dunkel zu kriegen. Dave hatte ein bisschen emotionale Überreaktionen und hat sich dann mal den lieben Constantine Hardcastle geschnappt und ihn mal so ein paar Zentimeter über den Boden befördert, indem er ihn so am Hals gepackt hatte und er sollte endlich mal reden, was er denn so alles weiß. Gut, nachdem sich Dave dann wieder ein bisschen abreagiert hatte, hatten die beiden ein relativ konstruktives Gespräch und kamen dann ein wenig, zumindest mal emotional näher. Und ja, ging halt so emotional ein näher. bisschen zusammen. Aha. Ja, das ist also alles harmlos, alles noch unter U6 geeignet, Wenn ihr das mehr oder sehen wollt, weniger. guckt den letzten Stream. Ja, auf jeden Fall war halt Konsens, wir müssen zusammenhalten, wir dürfen uns nicht gegenseitig fertig machen. Und wo ist John und Johnny? Und dann sind wir raus und uns fiel auch noch ein, da ist noch eine bewusstlose oder tote Frau in dem Raum. In der Zwischenzeit hatte, glaube ich, Johnny ein Telefonat mit seiner, nein, John ein Telefonat mit seiner Frau und ja, wo bleibst du? Komm doch mal wieder nach Hause und so weiter. Nee, ich kann nicht, werde von der Polizei verfolgt und alles ist nur Intrige. Und dabei klingelte es an der Tür und Moment, John, ich muss an die Tür. Nein, geh nicht an die Tür, geh nicht an die Tür und plopp war das Gespräch beendet. John natürlich heillos in Sorge. In der Zwischenzeit hat es Johnny genutzt, den dunklen Stimmen zu folgen und sich zu verpissen. Weg war er in der Nacht, verschwunden. Und so kam dann John dann zurück, während Konstantin und Dave quasi in Richtung der Frau unterwegs waren. Die hatten sich dann noch mit schwerem Büromobiliar bewaffnet, ich glaube einen Rollcontainer und einen Bürodrehstuhl, um die Glastür einzuschlagen. Dave hat dann versucht, das Letztere dann auch zu tun, während Konstantin dann kurz darauf einfach die Hand auf den Handscanner gelegt hat. Und prompt haben das ein paar Bienen, die schon in der Folge zuvor dort im Gang rumgelungert hatten, dazu genutzt, in den Raum einzudringen. Und eine Biene ist in den Mund der bewusstlosen oder toten Frau verschwunden. Und auf einmal hatte die Frau geleuchtet und ist gegen Decke geschwoben. Das ging dann eine Weile und dann schwebte sie wieder auf dem Boden. Die Biene hat sich dann auch wieder verdrückt. Uns kam das doch etwas Die merkwürdig hat die Biene vor und verschluckt, also ich weiß nicht, rausgeflogen ist sie nicht mehr. ich dachte, sie wäre wieder rausgekrochen. Nee. Ja gut, sei es drum, wenn, dann ist sie halt drin geblieben. Egal, Fakt ist, das Ende des Resultats war, die Frau war wieder lebendig, wusste nicht, wo sie ist und wollte einfach weg und wir waren dann auch sehr skeptisch, ob ihrer plötzlichen Genesung und des Schwebens und Leuchtens davor. Und dann hatten wir versucht, sie ein bisschen zu befragen, aber da kam nicht viel dabei raus. Und letztendlich haben wir sie dann laufen lassen. Sie hatte das dann auch genutzt, weil sie Angst hatte, dass wir ihr was tun, was wir aber nicht getan hatten. Wir hatten, glaube ich, genauso Angst vor ihr.
Ja, letztendlich war dann die Geschichte, was nun? John war in Sorge um seine Familie und so hatten wir dann den Plan gefasst, nach Jersey zu fahren mit seinem Auto. Und wo wir dann draußen waren, haben wir gesehen, dass gegenüber ein Pfandleiher gerade von einer Gruppe Jugendlicher ausgeräumt worden ist. Und wir dachten uns, ohne Waffen durch die Gegend laufen, böse Zombies, Vampire irgendwo, laut Kruppzeugs, und wir hatten so gar keine Waffe. Wir gucken mal beim Pfandleiher nach, ob wir da was finden. Und da konnten wir uns tatsächlich richtig gehend gut ausstatten, hatten diverse Waffen, keine Ahnung, was wir da jetzt alles noch gekriegt haben, Knarren und irgendwelche Schlagwaffen, Macheten, Schwerter, irgendwas, Baseballschläger. Und so sind wir dann mit Johns Auto losgetigert, um in Richtung Johnnys und Konstantins Hotel zu gehen, weil dort noch ein anderes Auto stand, das wir holen wollten. Und dann passierte was, womit wir nicht gerechnet hatten. Auf einmal war einer dieser Zombie- oder zombieartigen Wesen vor uns. Da hatten wir uns noch nicht so viel dabei gedacht. Und es wurden auf einmal immer mehr und die haben dann uns mehr oder weniger sich uns in den Weg gestellt. Wir mussten die teilweise überfahren oder Schlangenlinien. War das schon ein bisschen abenteuerlich. Die haben uns aufs Auto eingedroschen, wollten uns wohl fressen, töten, keine Ahnung. Und so hatten wir tatsächlich Mühe, zum Hotel zu kommen. Und was uns dann auf der Fahrt ins Hotel aufgefallen ist, im Rückspiegel, beziehungsweise wo Dave und Konstantin mal nach hinten geschaut hatten, wurden diese zombieartigen Wesen von schnellen, dunklen Schatten angegriffen, die in den Reihen dieser Untoten oder ja, zombieartigen Wesen ziemlich gewütet hatten. Wobei wir uns da nicht so wirklich einen Reim drauf machen konnten, was das jetzt war. War uns letztendlich auch egal, wir wollten erstmal raus aus New York, kamen dann am Hotel an, haben dort dann, ich weiß nicht, das Auto war das nicht mehr da, oder das war auch so eine rostige Laube von Konstantin, glaube ich. Haben wir gesagt, das ist nicht so unbedingt vertrauenswürdig. Und haben uns dann, glaube ich, einen eher etwas alten, klapprigen VW-Bus oder sowas, haben wir dann kurz geschlossen und sind damit dann letztendlich nach 2 Stunden oder so bei John zu Hause angekommen. Vor dem Haus schon diverse tote, zombieartige Wesen. Und als wir dann ins Haus reingekommen sind, fanden wir doch tatsächlich Johns Familie noch lebend vor, die wohl gewarnt worden sind von irgendwelchen Soldaten. Das hatten wir auch in der Zwischenzeit gesehen, irgendwelche Panzer und das Militär war unterwegs im Kampf in New York. Und Fakt ist, wir haben dann seine Familie noch lebend gefunden. Und dann hatten wir den Entschluss gefasst, wir entfliehen dieser Zombie-Apokalypse und benutzen dazu Johns Geisterjägermobil, auch so ein alter klappriger VW-Bus in grün-pink oder so ähnlich. Ektor 1. Ja, auf jeden Fall. Johns Frau wurde dann, sage ich mal, dazu genötigt, schnell zu packen. Es geht raus aufs Land zur Tante irgendwo hin, weit weg, wo vielleicht noch keine Zombie-Apokalypse herrscht. Und während wir gerade so das Auto diesen Bus klar machen wollten, hörten wir Geräusche auf der Garage. Und als wir rauskamen, saß auf dieser Garage ein Vampir, der dann uns mitgeteilt hatte, er hätte uns gesucht. Wir seien ja schließlich die Jungs von Mother, die Killer, wie sie die Welt noch nie gesehen hat, Killerkaninchen. die letztendlich dazu auserkoren sind, die Zombie-Apokalypse zu stoppen und was auch immer. Wir hatten uns dann eher etwas klein gemacht, was den Vampir dann schon fast dazu genötigt hat zu gehen, aber letztendlich konnten wir dann doch noch von unserer Heldenhaftigkeit berichten, wie gut wir sind. Und letztendlich hat er uns dann berichtet, dass Mr. Wu einen Gefallen von uns wünscht oder wir Mr. Wu helfen sollten. Weil in den Reihen der Vampire gibt es wohl Verräter, die sag ich mal opponieren. Und Mr. Wu wurde als Prinz der Stadt vorgestellt, was immer das für uns heißen soll. Prinz, keine Ahnung. König ist immer noch besser und ein Kaiser als so ein mächtiger Prinz, aber egal. Gut, wir haben dann vereinbart mit ihm, wir helfen ihm oder wir hören uns das an. Im Gegenzug kriegt Johns Familie freies Geleit. Und das haben wir dann gemanagt, dass die dann quasi von ein, zwei Vampiren begleitet worden sind. Wir durften der Frau nichts sagen. Die Man Vampire weiß es hatten nicht, sie haben das. nur gesagt, sie sind sicher. Begleitet Ja, auf wüsste jeden Fall nicht. gut.
Ja gut, Auf jeden also Fall ich hat John wollte das auf jeden versucht, glaube ich. Fall. Hätte besonders lange die Tür aufgehalten, glaube ich, oder sowas. Nee, das war Dave. Ach, Das war das war Dave. Dave, okay. Dave hat Dave ganz besonders lange die Tür aufgehalten. Also falls da jetzt ein unsichtbares Wesen oder verdunkeltes Wesen damit vor, dann ja, wenn nicht, dann nicht. Hauptsache Johns Familie passiert halt nichts. Ja, und dann waren wir ja noch so schrecklich müde, nachdem wir 3 Nächte oder so oder 3 Tage am Stück nicht geschlafen hatten und bis auf diese kurzen Ohnmachtsanfälle, wo Dave und Johnny mal verletzt waren und so eine ominöse Spritze gekriegt hatten. Ja, und Konstantin hatte sich dann entschlossen, die kurze Ruhe zu nutzen, um sich hinzulegen, während John und Dave noch auf der Straße standen und auf einmal, wie aus dem Nichts, Mr. D auf der Straße hinter dem Schreibtisch auftauchte und wohl Dave ganz, ganz schrecklich vermisst hat. Naja, so hat er es nicht ausgedrückt, aber ja, war ziemlich Ich glaube, amüsiert. er hat gar nichts, ich glaube, gesagt hat er gar nichts mehr, aber er war auf einmal wieder da. Die Füße schön oben auf dem Schreibtisch, eine Tüte Popcorn in der Hand und wild euch entgegengrinsend, ja. Und da sind wir ausgestiegen, genau. Und nun? Konstantin schläft noch oder so, ne? Erst ist schlafen gegangen, ne? Ja. Ich glaube, ja, er kriegt das nicht mit. Ja, Ja, John dann. Bitte? hatte ja quasi alles vorbereitet gehabt. Ja, für was? Und ja, für den Aufbruch quasi. Naja, es war ja Oder alles in dem Geisterjäger-Mobil gewesen, ne? genau, aber wir waren gleich. Hatten wir nicht sowieso gesagt, wir sollten uns mal und uns das nochmal quasi, also uns erstmal ausschlafen, bevor es losgeht? Ja, so war der Plan, dass wir Wache halten irgendwie und halt immer einer schlafen kann, zumindest mal. Ja, bis halt der liebe Mr. Wu dann mal auftaucht. Da wusste man ja auch nicht genau, wann er kommt. Er sollte halt. Genau, der sollte irgendwann kommen. Genau, und uns besuchen. Wir sollten vor Ort bleiben. Ja, gut, ich würde jetzt schon. Anstoßen. Ich glaube, da vermisst uns jemand. Aber ich mal so ins Wo? Gesicht. Wen meinst du? Ach, diese seltsame Gestalt auf der Straße. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten in letzter Zeit schon genug von diesen Gestalten auf der Straße. Verstehe mich da jetzt nicht falsch, aber ich kann momentan auf Begegnung auf der Straße verzichten. Nach dem, was da in New York abgeht. Ich gehe mal davon aus, wir sind eigentlich noch auf der Straße, mehr oder weniger. Und Mr. D hört uns wahrscheinlich gerade zu, wie wir uns über ihn unterhalten. Mr. D muss doch erstmal seinen Schreibtischstuhl finden. Er wollte doch den bequemsten Sessel in ganz New York finden. Das hat er wohl gesagt, das letzte Mal, wo wir ihn getroffen haben. Genau. Er sitzt jetzt auch auf einem Ja. Schreibtischstuhl, auf so einem Chefsessel, mehr oder weniger. Wie gesagt, die Füße nach oben auf dem Schreibtisch, in der Hand eine Tüte Popcorn und er mampft fröhlich, grinst vor sich hin. Also ich weiß ja nicht, ob ich noch eine Machete oder irgendwas in die Richtung habe. Also wenn ich sowas haben sollte, würde ich das jetzt schultern und würde so grinsend auf ihn zugehen und na, doch noch fündig geworden. Du meinst den Stuhl? Was sonst? Ja, der war ja nicht Und für mich. einen Schreibtisch gab es wohl gratis dazu. Ach ja, der setzt sich so auf. Ja, der Stuhl war ja nicht für mich. Das hier ist ja nicht der Stuhl, wenn du den meinst. Ich suche den immer noch. Du hast ihn ja kaputt gemacht, Ich glaube würde. ich. Warst du das? Ich glaube, du warst das Ja, sogar. er Ja, war es. hätte ich gewusst, dass es dieser Stuhl ist, dann hätte ich das natürlich nicht gemacht. Gut, Ja, 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 ja. war ja vielleicht ja auch ein wenig überraschend, jemand bei Motherford zu finden, der dort offensichtlich nicht hingehört. Ach, wer sagt denn, dass ich da nicht hingehöre? Puh. Und er stellt die Popcorn-Tüte auf den Tisch.
setzt sich auf und reibt sich ein bisschen die Hände. Was? Beehrt uns, oder was ist denn der Grund für das, dass du uns erneut beehrst? Ach, was verschafft uns die Ehre? Ich habe da so eine Leidenschaft. Ich schaue gerne zu. Ein Spanner also. Ein Voyeur. Ah, ja. Diese vulgären Worte aus eurem Mund. Ja, ja. Gut, dass ich es nicht gesagt habe. Also ich glaube, irgendwo in der Stadt gab es noch ein paar Piepshows. Oh, ich glaube nicht, dass da noch Piepshows sind, die mich interessieren. Oder zumindest keine, die besser ist als das hier. Aber wenn ich euch störe, kann ich auch wieder gehen. Nein, du bist, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sag immer. Mir doch einmal... Immer. Sag mir doch einmal, was interessiert dich denn so an uns, wenn du uns so interessant findest? Doch, ihr macht das schon ganz gut hier. Er weicht wieder aus, sage ich so zu meinem Begleiter. Vero, wie hieß der? Vielleicht musst du ihm deine Jungfräulichkeit anbieten. Ich schüttle mich. Vielleicht ist er an deinem hübschen Gesicht interessiert. Ich glaube, lieber Dave, dafür Kopf. Ist es zu spät. Ich glaube nicht. Und er guckt die Straße runter. Wo der Bus. Ach, für die Jungfräulichkeit, oder? Ja, ja. Ich würde mal so dezent einen Schritt von John weggehen. Ja. Ich mache einen Schritt von ihm weg. Nun, sag mal, kommt Mr. Wu heute Abend noch? Er sagte ja, dass es wichtig ist. Ich hoffe. Du hast uns hier hingelockt. Nee, nicht er hat uns dahin gelockt. Vielleicht hat er im Hintergrund die Fäden gezogen. Freier Wille und so. Menschen sind da top drin. Gut. Ich weiß nicht, ob die Kreaturen, die wir da gesehen haben, noch so viel freien Willen haben. Das wage ich mal zu bezweifeln, aber... Gut, ich wage auch zu bezweifeln, dass es überhaupt noch Menschen sind. Ja, wer weiß, was das ist. Ja, Mr. Deacon vielleicht wissen, aber... Ja, aber was... Wenn ja, was halt ein bisschen nicht teilen wollen. Aber wie was, alles hat was, seinen Preis, Dave, du weißt das. Ja. Aber was verdammt haben wir denn da bekämpft? Also das ist doch... Ist das eine neue Droge oder sowas? Ich weiß nicht. Oder vielleicht ein biologischer Kampfstoff? Beides gute Erklärungen, Mr. Blair. Beides gute Erklärungen. Ja, aber dafür sind wir doch die Falschen für den Job. Für welchen Job denn? Ja, was sollen wir jetzt... Also wir sollen ihren Mr. Wu treffen, aber was so, sollen wir denn jetzt... Moment, ich habe nichts mit diesem Mr. Wu zu tun. Es ist nicht mein Mr. Wu. Das würde ich mir niemals anmaßen. Es ist jetzt, genauso aber ihr Mr. Wu. Genauso wenig wie du mein John Blair bist. So wenig ist Mr. Wu noch mein nicht. Mr. Wu. Also noch nicht. Noch nicht. Warte mal, bis du deine Seele verkauft hast. Und hier ist ja gerade etwas ruhig. Also spannend ist es hier nicht unbedingt. Könnte noch spannend nicht werden, wirklich? Vielleicht im Verlauf des Abends. Ich würde mal in Richtung Popcorn-Tüte greifen. Ich darf doch, oder? Oh, selbstverständlich. Hier, bitteschön. Dankeschön. Ja, du musst den Popcorn-Tüte nehmen. Oh. John, du auch welche? Oder die Tüte hinhalten. Nee. Ja, genau das kommt übrigens gerade von ihm. Ja, nee. Kannst du eigentlich essen, wenn du an sowas denkst? Wenn wir nicht essen, dann sind wir schwach. Das können wir uns nicht erlauben.
und ich würde ja, mir so die eine oder andere Popcorn reinschieben. Ich würde mir die aber vorher angucken, ob die nicht irgendwie grün und schimmelig sind oder so. Nein, die sind köstlich lecker. Geröstet. Wahrscheinlich die besten Popcorn New Yorks. Gebuttert. Die besten Popcornchen New Yorks. Ja, und nun? Jetzt willst du hier heute Nacht auf der Straße verbringen? Oh, vielleicht, ja. Ich wollte ein bisschen gucken. Dachte mir, kommst du mal vorbei? Aber ich merke schon, ich störe ein bisschen. Stören würde ich das nicht sagen. Nimmt. Ich war. Ach, wir harren da Dinge, ein bisschen Unterhaltung schadet nicht. Das trifft sich gut, denn ich glaube, Unterhaltung ist auf dem Weg. Sie sprechen wie immer in Rätsel, Mr. D. Ja, das ist eine andere Leidenschaft von mir. Ich bin gut, ne? In der Tat. Fast schon zu gut, Mr. D. Was ist Ihr Geheimnis? Oh, das ist, wäre doch kein Geheimnis, wenn ich es verraten würde. Nicht? Also, mich interessiert das jetzt schon, wie Sie immer so gut informiert sein können. Das gehört zu meinem Job. Erschreckend gut. Vor allen Dingen, wie man so ratzfatz hier den Schreibtisch mitten auf die Straße platziert, so aus dem Nichts heraus. Der Schreibtisch stört und er steht auf und dann schnippt mit dem Finger und dann ist eine Stuhl und Schreibtisch weg. Besser? Ach, mich hat er jetzt nicht gestört, eher die Autofahrer, die vielleicht hier noch vorbeikommen wollten, aber... Er guckt so nach rechts und links. So am Ende der Straße sind noch so zwei ineinander gefahrene Autos. Ein bisschen qualmen tun die noch. Eine davon ist ausgebrannt. Ich glaube, ich störe hier keinen. Man weiß ja nie. Na gut, hatte ich ja auch nicht gesagt. Mich hat es auch nicht gestört. Nun, ich sag mal, hab gedacht, es kommt etwas. Vielleicht habe ich ja ein bisschen Mitleid und helfe euch ein bisschen. Warum spielen Sie dieses Spiel mit uns in so einer Situation? Ach, er sieht uns gerne leiden. Ich kann Ihnen sowas Spaß machen. Ich finde das fürchterlich amüsant. Aber wie gesagt, ich pushe euch ein bisschen in die, wie gesagt, freier Wille und so, aber ich pushe euch ein bisschen in die richtige Richtung, glaube ich. Glauben Sie? Ach, da sind wir aber gespannt. Ich habe beide Ohren für Sie offen. Nein. Ich mache selber, tue ich nichts. Ich, wie gesagt. Ich habe ja nicht gesagt, dass Sie was tun sollen. Nein. Sie redeten ja davon, dass Sie was. Ich habe etwas getan. Und ich glaube, bald werdet ihr die Auswirkungen mitbekommen. So viel sage ich. Und ich bin dann hier irgendwo und schaue mir das Ganze an. Und bin gespannt, was ihr draus macht. Wie gesagt, alles zu eurer Hilfe. Ich glaube, ihr könnt ein bisschen Hilfe gebrauchen. So ganz kostenfrei. Naja, ja gut. Ja, kostenfrei. Aber immerhin amüsiert ihr mich, das ist auch ein bisschen. Ne? Also, ja. Ich habe Spaß und ihr kriegt ein bisschen was dafür zurück. Siehst du? Ich weiß manchmal wirklich nicht, was mit Ihnen nicht stimmt. Oh, mit mir stimmt alles. Ich bin vielleicht völlig beisammen. Nennt man das so? Beisammen? Ich muss mal wieder das Irrenhaus. Sind Sie denn beisammen? Das war lustig da. Das mache ich jetzt. Bis später. Und er dreht sich um und steigt über den Gartenzaun des Vorgartens, wo er vorgesessen hat und verschwindet irgendwann zwischen den Häusern im Dunkel. Ach je. Ein Prinz einer Stadt, der ein Vampir ist. Eine Horde voll Zombies. Ein Mr. Divo wird nicht wissen, wer oder was er ist. Das kann ja nur noch heiter werden. Ach, Zombie-Apokalypse. Nein, mich besorgt diese ganze Situation. Wir scheinen hier
irgendwie nur von A nach B geschickt zu werden, von Personen, die wir nicht mal kennen. Also von der Organisation, für die wir kämpfen sollen, die uns informiert. Irgendjemand hat uns was angehängt und seit wir uns etwas angehängt wurde, sind wir. Mir hat niemand was angehängt. Ich musste ihn mal. Ich? Sicher nicht? Nein. Mir wurde nichts angehängt. Meine Mutter wurde umgebracht vor knapp 30 Jahren. Und dem Typen bin ich vor 3 Tagen begegnet. Es endete damit, dass er mit einem Pflock durch das Herz oder in der Brust in der Gosse lag. Und kurz darauf wieder aus der Gosse herauskam, nachdem 2 Polizisten ihm offensichtlich geholfen haben. Ja, aber... Ja. Danach wurde mein Laden verwüstet. Mit dem Symbol dieser komischen Hand. Ja, und mir wird ein Mord angehängt. Dem Mord an meinen besten Freunden. Unser beider Leben wurde zerstört. Ja. Das trifft es recht gut. Aber sehen Sie es mal so. Dann kommt da dieser ominöse Rechtsanwalt, verspricht einen Hilfe. Und dann ist man bei dieser Organisation dabei, wo man noch nicht mal bis vor kurzem wusste, was dass sowas überhaupt gibt. Die machen da so einen Werwolfkampf und jetzt sind wir hier in New York in einer Zombie-Apokalypse. Also, ich würde ja schon beinahe sagen, das ist hier versteckte Kamera, wenn ich es nicht besser wüsste, aber wer tut denn so einen kranken Scheiß und warum kümmert sich nicht das FBI oder die CIA darum, sondern wir? Da fragst du den Falschen. Das kann ja sonst irgendwie ein chemischer Kampfstoff oder sowas sein, oder... Aber warum gerade wir? Also ich verstehe das nicht. Also ich habe darauf auch keine Antwort. Ich will diesen Wu sehen. Vielleicht weiß der ja, was hier gespielt... Oder kann uns irgendetwas sagen, was hier gespielt wird, vielmehr. Ich glaube, hier weiß gar keiner, was hier wirklich abgeht. Außer, dass hier irgendwie jeder seinen Arsch retten will. Und garantiert steckt da die Regierung dahinter. Ja. Keine Ahnung. Und er guckt sich nochmal um, ob da vielleicht irgendwo dieser Mister, die gerade wieder aufploppt. Keine Ahnung, wer oder was damit zu tun hat. Ich weiß nur eins, ich will den Mörder meiner Mutter endlich haben. Der hat irgendwas damit zu tun. Was auch immer. Ja, aber der Mörder ihrer Mutter, ist der fähig, hier irgendwelche Kampfstoffe zu bauen? Keine Ahnung. Fakt ist, er ist fähig, nachdem er tot mit einem Holzkeil in der Brust in der Gosse lag. Und glaub mir, der war tot. Und dann wieder quicklebendig aus der Gasse rauszuwandern. Das klingt so surreal. Oder denk doch an den Kanal, was da unten war. Was für Wesen. Tja, was da unten im Kanal war. Ganz ehrlich, ich will es nicht wissen. Oder die Wesen im Hotel. Gut, Mada ist mir eigentlich mittlerweile schon fast egal. Mada gibt es doch gar nicht mehr. Oder glaubst du wirklich, dass irgendjemand diesen Angriff überlebt hat? Laut Mr. D, ja. Aber noch wissen wir es nicht. Aber andererseits... Ja, aber glaubst du, wir werden kontaktiert, wenn da irgendetwas ist? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, die lassen uns einfach irgendwie hier zurück. Scheiße. Mag sein. Vielleicht ist es auch für die nochmal zu hoch. Fakt ist, wir sind das kleine Staubkorn irgendwo im Getriebe. Aber manchmal ist auch so ein Staubkorn im Getriebe einfach das, was dann die ganze Maschinerie wieder zum Stoppen bringt. Wer weiß, vielleicht sind wir dieses Staubkorn. Ich würde sagen, wir hören uns an, was Mr. Wu zu sagen hat, und dann sehen wir einfach weiter. Entweder wir bewirken was, oder wir gehen unter. Sterben werden wir so oder so, früher oder später. Also mit erhobenen, mit wehenden Flaggen untergehen, als gar nicht erst eine Flagge zu bekommen.
Ich habe ein Ziel noch in meinem Leben. Wenn ich das erreiche, ist mir der Rest sowas von egal. Ich will den Mörder meiner Mutter tot sehen und danach sollen sie doch krepieren in New York. Ja, das sind Menschen wie ich und du. Die können auch nichts dafür, dass hier dieser Kampfstoff rausgebrochen ist. Also wenn jemand bezahlen soll, dann die Schweine, die diesen Kampfstoff hier rausgelassen haben. Ja, und mein Leben zerstört. Das sowieso. Naja. Als ihr da so vor der Tür von Johns Haus so weiter diskutiert und laut vor euch her philosophiert, vergeht schon eine ganze Ecke an Zeit. So ein paar Minuten, ein paar 10 Minuten. Der geneigte Beobachter wird vom Schlafzimmer aus ein Schnarchen von Konstantin vernehmen. Und über dieses schnarchige Geräusch, was aus dem Haus dröhnt, hört man allerdings relativ wenig auf der Straße. Also irgendwo geht eine Autosirene ganz weit irgendwie runter von der Straße. Aber sind keine Vögel zu hören, der Wind rauscht nicht weiter. Eigentlich ist es ziemlich still. Und deswegen fällt es also ziemlich auf, dass zwischen der Garage und dem Haus von John irgendwie im Garten im Gebüsch es ein lautes Knacken gibt. Ich würde mich umdrehen. Schreck mal kurz auf. Sieh mich nochmal um. Wer ist da? Kommen Sie sofort raus. Mr. Wu, wir wissen, dass Sie da sind. So, und dann muss ich jetzt einmal kurz hier Zeug umstellen. Besuch. Ich wusste es doch. Guten Abend. Mr. Wu. Ja. Einen wunderschönen guten Abend. Also ich habe die Kamera an. Beziehungsweise? Nein, wollte er nicht. Aber jetzt. So. Also was sehen wir denn, wo die Gestalt kommt? Ja, ihr guckt euch um und habt ja gerufen und Jeremias ja. Hat das alles, euer ganzer Gespräch mit angehört. Euer Gespräch mit Mr. D, euer Gespräch mit irgendwie die Vorbereitung für die ganze Sache mit den Vampiren, dass die Familie weggeschickt wurde, hat schon da kaum an sich halten können, wahrscheinlich. Und hat sich eigentlich versteckt gehalten und jetzt hat er leider einen Fehler gemacht, denn er ist auf den hohlen Ast getreten, der da in Johns Garten rumgelegen hat. Und jetzt kommen Sie raus, Mr. Wu. Einen wunderschönen guten Abend, ja. Ich bin Mr. Wu, nein, bin ich nicht. Ich bin Jeremiah Hill von Mother. Und der Letzte, der euch in eurer Situation noch helfen kann. Mother. Sie meinen jetzt wirklich, dass sie uns jetzt noch helfen können, nachdem sie uns so weit in die Scheiße geritten haben? Sag doch einfach mal, stehst du noch im Schatten oder sagst doch einfach mal, wie du aussiehst? Ich glaube, mit diesem Satz trete ich so leicht in den Schein einer Straßenlaterne und vor euch taucht ein Mensch auf. Naja, also er ist 2 Meter hoch, er hat einen tiefen Lederschlapphut ins Gesicht gezogen und trägt einen langen Ledermantel. Und dieser Ledermantel sieht an den Schultern und an den Armen ziemlich ausgebeult aus, als wäre er sehr muskulös. Und gleichzeitig sind da auch Beulen, wo keine sein sollten. Also statt einem Bizeps scheinen da 2 oder 3 Bizepse auf dem Arm zu sein. Also so ähnlich wie Dave. Nein, schlimmer. Ich glaube, ich weiß, was er meint. Bisschen ausdefinierter.
Ja, ja, also, ich gucke ihn total entsetzt an. Was sind Sie? Ich bin wohl einer der letzten Hunter hier in New York. Und einer der besten seines Fachs wohl auch, kann ich von mir behaupten. Ich gucke es an seinem Körper hoch und runter. Sind Sie sicher, dass Sie nicht einer von denen sind? Und ich greife mal in meine Tasche und tue so, als würde ich eine Pistole halten. In meiner Tasche. Ich gucke ihn so an und mein Kleiner, du musst noch viel lernen. Und dir fliegt eine kleine Ledermappe entgegen. Und während diese kleine Ledermappe vor deinen Füßen landet, richtet sich eine abgesägte Schrotflinte auf dich und in der anderen Hand ruht eine Feuerwerks auf der Schulter. Ich versuche irgendwie noch zur Seite zu springen. Realisiere das, jetzt kommen sie herunter, jetzt. Mein Gott. Doch alle wahnsinnig geworden. Alle. Wer wahnsinnig ist, ist der, der seine Familie mit Vampiren mitschickt. Und nicht realisiert, dass sie die Ausgeburt der Hölle sind. Ich hatte keine andere Wahl. Ich meine, Sie haben gut reden, Jeremiah. Sie haben echt gut reden. Weißt du nicht, wo Sie die letzten 2-3 Tage waren? Waren Sie denn überhaupt in letzter Zeit mal im Hauptquartier? Wissen Sie, was dort los ist? Ich komme gerade von da. Und, was ist passiert? Die letzte Spur hat mich zu euch geführt. Vielleicht gibt's ja mal Antworten. Was ist los mit Mother? Wer ist Gaia? Wo ist Mother? Nun ja, da ich erst vor kurzem von einem Einsatz zurückgekommen bin, kann ich keine dieser Fragen beantworten, weil ich selbst noch keinerlei Informationen außer euren Standort herausgefunden konnte. Keine Ahnung, was Gaia ist. Du weißt wohl, dass es Experimente gegeben hat mit Menschen, die unter dem Codenamen Kinder des Gaia laufen. Und du weißt, dass Werwölfe sich manchmal auch irgendwie irgendwas mit Gaia zu tun haben, aber das interessiert dich eigentlich relativ wenig. Wie die das dann nennen, irgendwie von daher. Aber solchen Neulingen braucht man sowas doch nicht erzählen, oder? Stimmt, du hast ja bisher gar nicht auf dem Laufenden, wer oder was sie genau sind. Du denkst ja. Also kann man jetzt gerade mal für die Zuschauer sagen, der Jeremiah denkt, dass er es mit richtigen Huntern zu tun hat, nicht mit Furzneulingen. Was ist mit immerhin haben sie die Katastrophe im Hauptquartier überlebt. Und ist hierher geschafft. Und das hat übel ausgesehen dort. Und auf dem Weg durch die Stadt müsst ihr ja auch gesehen haben, was los ist. Ja, und was ist mit dem Rest deiner Truppe? Du wirst doch nicht allein unterwegs gewesen sein. Ich bin schon eine längere Zeit allein unterwegs. Meine Einsätze sind meist alleine. Deshalb bin ich wohl auch der ich bin. Sehe so aus, wie ich bin. Gott hat mir eine Aufgabe gegeben und die werde ich wohl erfüllen müssen. Nun, es sind harte Zeiten angebrochen, wie du vielleicht festgestellt hast. Ja. So hart, dass Hunter schon ihre Familie wegschicken. Und das mit dem, was sie jagen sollten, vernichten sollten. Verdammte Scheiße, Sie haben echt gut reden, Sie, Ja, wenn man eine Rabenmutter hat, dann muss man halt vielleicht andere Wege gehen. Hier blieb nichts anderes übrig und jetzt kommen Sie da aus dem Gebüsch gestiefelt, haben alles mitbekommen. Ja, verdammt, wo waren Sie denn, als da diese Vampire rumgelaufen sind? In dem scheiß Gebüsch? Haben Sie sich in Hose gemacht oder warum haben Sie da nicht eingegriffen? Ich verstehe das echt wirklich nicht. In dem Moment, wo du das sagst, erkennst du auch, dass hinter ihm im Schatten auf dem Boden mehrere Körper zu liegen scheinen. Ich nehme das gerade nicht so wahr. Der ist total aufgewühlt. Er greift so neben den zweiten Blumentopf vor der Haustür
nimmt so eine alte Schachtel Zigaretten raus und steckt sich eine an. Pafft da so ein bisschen dran rum. Ach, gib mir auch mal eine. Ja, bitteschön, also ich reich dir auch eine. Ich schüttel nur so, den Kopf. Noch mal von vorne, du warst also beim Mother. Ich bin ein Jäger von Mother. Nun, wir auch. Aber wir waren. Es fällt mir mit jeder Sekunde schwerer zu glauben, dass ihr wahre Jäger von Mother seid. Vor allem, was ihr vorhin gesagt habt. Nun, wie ich schon sagte, ungewöhnliche Zeiten erfordern vielleicht ungewöhnliche Bündnisse. Wer sagt denn, wie lange diese Bündnisse halten müssen? Eine Mother am Arsch vorbeigeht. Und man eigentlich einfach einpacken sollte und nach Hause gehen. Sowas sagt kein wahrer Jäger. Es gibt kein Zuhause mehr, falls du im Hauptquartier warst. Wo ist sie, Mother? Wie gesagt, ich komme gerade erst von einer Mission zurück. Tja, wir auch. Und ich sehe, dass das Hauptquartier zerstört ist. Und dass er guckt sich nochmal um. Zwei Anfänger hier rumrennen. Wo ist euer dritter Partner? Ja gut, wir waren eigentlich mal zu viert. Unser dritter Partner erholt sich, nachdem wir 3 Tage lang nicht geschlafen haben. Und wo unser vierter Partner ist, wahrscheinlich. Einer dieser schwarzen Geschöpfe, die da in New York rumlungern. Wir haben ihn offensichtlich verloren. Ihr wollt nichts dagegen tun? Nun, wir haben erstmal Johns Familie hier versorgt. Das sollte auch durchaus ein lobenswertes Ziel sein, die eigene Familie zu schützen. Und das haben wir nun erledigt. Und nun haben wir die Dinge, die da kommen. Ja, hat der Dinge, die da kommen. Immerhin sind wir mit dem Prinzen der Stadt verabredet, was auch immer der Prinz der Stadt sein soll. Und die Axt, die er gerade noch so auf der Schulter hat, knallt auf den Boden und meint, ihr seid mit dem Wesen verabredet, dass das hier alles wahrscheinlich zu verantworten hat? Dem angeblichen Führer der Stadt? Unsere Informationen zufolge ist er nicht dafür verantwortlich, im Gegenteil. Was wir gesehen haben, ist ein Krieg, der in der Stadt führt. Läuft. Irgendwas läuft da total schief im Moment. Und scheinbar kämpfen die Vampire untereinander. Und das ist doch gut für uns. Sollen sich doch gegenseitig töten. Ich greife so hinter mich in das Gebüsch, beziehungsweise drehe mich so leicht um. Greif zu und schmeiß Dave so etwa 3 geflockte Vampire vor. Und mein, das hier sind die Diener des Prinzen. Und die wollten euch hier nicht weglassen. Einer davon sieht übrigens verdächtig nach dem aus, was euch auf dem Garagendach entgegengekommen ist. Oh, Scheiße. Jo, sie sind geflockt. Das heißt noch lange nicht, dass sie tot sind. Tja, diese Erfahrung habe ich auch schon mitgemacht. Wir könnten die Pflöcke ziehen, dann schauen wir mal, was passiert. Wir könnten ihnen aber auch die Köpfe abschlagen, was ich neulich Nacht verpasst habe. Oh, sie wissen Bescheid. Musst du doch nicht mehr von mir anfangen. Ja, er weiß Bescheid. Er weiß, wie man Vampire endgültig tötet. Das ist toll. Ja, nachdem wir ein bisschen Selbstversuche gemacht haben, Mother war ja nicht sonderlich gesprächig. Ich meine, es ist schon komisch, von einer Organisation angeheuert zu sein, die einen weder mit Informationen versorgt, noch mit einer adäquaten Bewaffnung versorgt, aber uns auf die Jagd schickt, Dinge zu besorgen, wo wir gegen Wesen kämpfen.
Die wahre Bewaffnung gegen diese Wesen solltet ihr eh schon längst in euch tragen. Aber so wie ich euch kennengelernt habe, sehe ich, dass ihr noch ganz am Anfang steht und noch nicht mal diese gefunden habt. Na gut, scheinbar weißt du ja etwas mehr und bist vielleicht ja gewillt, uns endlich mal aufzuklären, was hätte schon vor Tagen jemand anderes vielleicht tun können oder tun sollen. Dann wären wir vielleicht ein Stückchen weiter und würden hier nicht im Dunkeln tappen. Die Schrotflinte ist aus seinem Gesicht, aus seinen Händen verschwunden und erwischt sich so durchs Gesicht, meint man. Rekruten. Das sind wirklich Rekruten, die letzten Jäger hier. Ich rauche jetzt ein bisschen schneller. Was erwarten Sie? Wir sind vielleicht 4 Tage dabei? 3. Oh, jetzt müsste alles aus seinem Gesicht fallen. Ja, es fällt alles aus seinem Gesicht, weil er hätte nicht gedacht, dass die diese Seuche überlebt haben und dieses Angriff, also dieses ganze Chaos, was hier in der Stadt ist, wirklich erst seit 3 Tagen bei Mother sind. Normalerweise sind die noch nicht bei einmal aus dem Hauptquartier rausgekommen. Und sind noch voll in der Ausbildung drin. Fakt ist, du bist hier, wir sind hier. Du kannst entweder mit uns zusammenarbeiten oder du kannst gehen und wir machen allein unseren Job. Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Dann bin ich wohl euer Gabriel. Was immer das schon wieder heißen soll. Mr. D, Mr. Wu, Mr. Gabriel, Mr. Mr. Hill. Ah, ja. Danke. Ja, Mr. Hill, das reicht. Du musst mich nicht gleich bei dem Namen nennen. Ach, vielleicht sagt dir ja, wenn du jetzt doch ach so erfahren bist, kennst du jemanden, der Mr. D heißt? Ja, kennst du. Ich habe von ihm gehört. Vor meiner Mission habe ich einen Kollegen besucht. Da ist er auch aufgetaucht. Vielleicht ist das, Jeremiah, ich würde mich Richtung John, vielleicht meinte Mr. D vorhin ihn. Ich heb so eine Augenbraue. Ich glaube nicht. Aber einen guten Wrestlernamen hat er ja schon mal. Ich glaube, wir sollten Konstantin wecken. Er hat lang genug geschlafen. Sollten wir uns nicht langsam auch mal hinlegen? So um die 15 Minuten schlummert da gerade für die tollsten Träume. Und, hey, guck mal, wir haben hier was gefunden. Der schläft schon wieder viel zu lange. Hey, Conny, schlafen kannst du, wenn du tot bist. Ich würde mal, wenn ich tatsächlich sowas noch wie eine Machete, aber ich weiß es nicht mehr, das habe ich im letzten Stream einfach verpasst, irgendeine Schlagwaffe nehmen und den Vampiren mal kurz die Köpfe abschlagen. So im Vorbeigehen. Im Vorbeigehen? Also, ich wende mich ab. Na, zufrieden, Jeremiah oder Gabriel oder Raphael oder wie immer du dich nennst. Ich guck hin. Donatello. Warte, bis die Asche auftaucht von den Körpern, die ich hingeschmissen habe. Das war jetzt Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Du siehst, oder du hörst richtig, wenn ich richtig zumindest hätte. Zumindest einer, der weiß, wie man mit solchen Wesen umgeht. Und er dreht sich so zu John und meint nur, andere müssen das noch lernen. Hoffen wir, dass ich nie so werde wie ihr. Du bist schon viel weiter gegangen als ich. Hier, guck ihn an. Wie meint ihr das jetzt schon wieder? Ach, er meint den Deal mit den Vampiren. Den ganzen Tag schon. Verdammte Scheiße, sie hätten ja auch aus dem Gebüsch kommen können. Und ich hatte keine Wahl. Diese ganze Stadt ist voller Zombies. Oh, dann sag ihm nochmal, wie man Vampire jagt. Bestimmt, indem man aus dem Gebüsch bringt und sie offen angreift. Genau, es wäre total sinnvoll. Vor allem, weil ich euch nicht eine, nicht zwei, nicht drei, nein, 4 erstmal vom Leib gehalten hab. Weil sonst werdet ihr überrannt geworden.
Tja, hätten sie das gewollt, dann hätten sie es getan, denke ich mal. Das hätten sie nicht. Sie sind zu langsam. Und zu schwach. Das sind doch Küken alles hier. Oh, der eine war ziemlich ziemlich schwer. Na gut. Ah, oh. Mein Gott. Aber der Rest sind wie die Katze hier, alles Küken. Ja, aber scheinbar, wenn ihr das richtig wahrgenommen haben, scheinen die Vampire die Zombies in der Stadt zu bekämpfen. Was sollen wir uns da anstrengen? Lasst sie sich doch gegenseitig abschlachten. Wir kümmern uns dann um das, was übrig bleibt. Wie soll sich die Hände schmutzig machen, wenn sie sich gegenseitig niederprügeln? Wie sagt man so schön, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Wie das hier aussieht, ist das nicht, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Sondern hier freut sich am Schluss nur einer. Oder keiner. So wie das aussieht. Gut, schauen wir mal der Realität ins Gesicht. Wie viel Einwohner hat New York? 10 Millionen? Viele? Wir sind 1, 2, 1,5. Das ist nicht so Jeremiahs Sache. Nee. Wie sind wir denn hier? Ich gucke ihn an. 1, 2, da gucke ich Richtung John. 1,5. Noch ein halber. Also wir sind 2 and 2 half man. Und wenn das Konstantin hören würde. Ich guck Dave nur an und mein. Ja, jetzt sei mal nicht böse. Ich glaube, auf den richtigen Wert an Jägern hier in der Stadt komme ich auch noch selbst. Und das ist 1. Und dann gibt es noch 3, die sind welche, die wollen welche werden. Beziehungsweise ich habe nicht das Gefühl, dass sie noch Jäger werden wollen. Na ja gut, zumindest hält man für Jäger. Die Vampire haben das geglaubt. Sie schienen von uns überzeugt zu sein. Und Mr. Wu muss wohl sehr darin interessiert sein, dass er Hilfe von uns bekommt. Ich denke, man sollte mal zumindest anhören, was er denn will. Vielleicht, um nur Informationen zu erfahren, was hier überhaupt los ist und gespielt wird. Selbst Mother weiß das nicht. Mother hat irgendwie mit schwarzem Zeugs experimentiert. Und das Einzige, was wir wissen, dass dieses schwarze Zeugs Vampire töten soll, aber genauso werden Menschen davon infiziert und zu willenlosen Sklaven gemacht. Oder warst du nicht in der Stadt unterwegs? Hast du nicht diese Horden von willenlosen Tieren gesehen? Doch, hast du gesehen. Ja. Du hast auch die Vampire gesehen, die sie bekämpfen, und andere Vampire, die an deren Seite kämpfen. Was hat Mother mit? Mother hat noch nie mit so Sachen experimentiert. Zumindest nicht nach meinem Wissen. Gut, ich weiß nicht, wann du zuletzt im Hauptquartier warst. Fakt ist, Mother hat mit solchen Dingen experimentiert. Wir haben es selbst gesehen. Wir waren vor Ort. Wir sollten ja dieses schwarze Zeugs für Mother besorgen. Damit sie damit experimentieren können. Und als wir zurückgekommen sind, war Mother nicht mehr da. Angegriffen von Gaia, was auch zur Hölle Gaia ist. Nun ja, bevor wir irgendwas tun, muss man euch wohl noch die Grundlagen beibringen. Auch wenn man das nur in der Kürze tun kann. Tja, dann... Wir treffen uns morgen bei mir. Und... Wieso nicht jetzt? Und wo ist... Nein, wir schlafen uns aus. Ich glaube, das ist schon besser. Aber, wo ist bei dir? Wenn ihr Hunter seid, findet ihr das heraus. Lachte so. Ah, noch einer, der in Rätseln spricht. Jetzt fangen sie nicht so an. Sie sind Lektion 1. Finde den Yoda. Finde den Jedi-Meister. Trainier bei dem Jedi-Meister, ja. Der einzige Grund, wieso ich noch in dieser scheiß verdammten Stadt bin, ist,
den zu töten, der meine Mutter getötet hat. Ansonsten ist mir der Rest hier sowas von scheißegal mittlerweile. Sollen sie doch alle krepieren. Entweder du hilfst uns oder du gehst. So ja, einfach ist das hier. Ich will euch helfen. Ich will euch helfen, eure Ziele zu verwirklichen. Aber ihr scheint nicht gewillt zu sein. Er dreht sich um und geht genau durch diesen Busch, wo er gekommen ist. Und was ihr in diesem Busch noch seht, da guckt noch ein Fuß raus, der so leicht zuckt. Und auf einmal hört ihr ein lautes Grollen und seht, wie aus dem Nachbargrundstück ein schwarzes Motorrad wegfährt und der schwarze Mantel im Wind weht. Gibt es noch irgendjemand hier in New York, der normal ist? Ich glaube kaum. Naja, ich glaube, unsere Verabredung mit dem Prinzen können wir vergessen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, du hast den Vampir ja getötet. Der war jetzt doch... Das war nicht Jeremiah, das warst du. Er war doch ein bisschen arg kopflos in letzter... Er ist doch jetzt arg kopflos in letzter Zeit. Ja. Und wie gesagt, dieser Fuß zuckt noch in diesem Busch. Naja, dann gucke ich mir mal das Zucken an und reiß mal an diesen Fuß. Ja, was du da rausziehst, das ist noch ein Vampir. Wobei der Pflock wesentlich weniger in der Brust steckt und eine Seite festhält. Außerdem ist sein Arm abgebunden und es steckt eine Kanüle im Arm. Ich würde mal... Moment, was machen wir jetzt da? Ich gucke mir das echt angewidert an und sage nur, das ist echt ein kranker... Ach, er hat uns wohl doch noch ein bisschen Arbeit übrig gelassen. John, möchtest du ein bisschen üben? Nein. Also man drückt diesen Flock... Nein. Das möchte ich nicht tun. Ich würde mir die Kanüle mal ein bisschen näher an. Ja, der müsste auch wach geworden sein, so laut wie mein Motorrad schreit. Und also John guckt sich das wirklich so richtig angewidert an, der kann da einfach. Der ist da, der John ist für so grobschlächtige Arbeit einfach nicht gemacht. John, hast du Benzin in deiner Garage? Ja, für einen Rasenmäher. Ja, bring vorbei. Bring einfach den Kanister. Hast du da noch irgendwo ein Feuerzeug rumliegen? Ich habe gerade eine Zigarette angemacht. Beziehungsweise hast du Seile? Was willst du mit Seilen? Bring Seile. Ich muss mal gucken. Ich habe mal so ein altes Abschleppseil. Nichts Altes. Es sollte schon, ja genau, es sollte was Stabiles sein. Es ist halt ein altes Abschleppseil, aber... Ja, warte kurz. Er macht das Garagentor auf, geht in die Garage, man hört so ein bisschen Kram in Kisten und sowas. Und dann so metallisches Gepoche und John schleppt so ein wirklich altes, ziemlich abgenutztes Abschleppseil heran und hat einen, ja, einen metallernen 10-Liter-Kanister dabei. Ja. Ich würde erstmal. Stell's hin, was hast du jetzt mit den Seilen vor? Also, ich würde in der Zwischenzeit mal diesen Flock wieder ein bisschen tiefer drücken, dass er ein bisschen stabiler sitzt. So, nicht, dass der auf dumme Gedanken kommt. Ich würde mir das Seil mal angucken, ob es da was taugt, ob es was aushält. Würde es prüfen, mal dran ziehen. Draufstehen mit den Füßen und dann so kräftig dran ziehen, ob das auch nicht irgendwas vergammeltes, ranziges ist, da bei der nächsten Bewegung dann. Und wenn das einigermaßen hält, dann würde ich bondage-mäßig den Vampir verschnüren. Sobald ich damit fertig bin, würde ich den Vampir mit Benzin übergießen. Inklusive dem Flock und der Seite? Ja, alles mögliche. Ich würde in Benzin baden. Den ganzen Kanister über ihn hinweg. Hol mal Konstantin. Ja. John, meinst du?
Also hol mal Konstantin, okay, alles klar, ja. Gut. Hol mal Konstantin. Ich geh rein und Also in der Zwischenzeit würde ich tatsächlich gucken, dass der Vampir wirklich nach allen Regeln der Kunst, so gut ich es vermag, gefesselt ist. Also ich würde tatsächlich, ich gehe rein zu dem Stuhl, wo drauf Konstantin schläft und rüttel dem mal so ein bisschen durch. Konstantin, wach auf! Bin ich nicht im Bett gelegt? Ach stimmt, wir hat nicht ins Bett gelegt. Ja, dann will ich hoch in das Zimmer gehen, wo er schläft. Und Konstantin, wach auf! Nein, wie jetzt? Doch, steh auf! Noch 5 Minuten, hier, Mama, die Schule. Ja, hier war gerade so ein komischer Typ. Wir sind alle komisch. Guck mal raus. Guck dich an. Nein, so ein wirklich komischer Typ. Ich glaube, der hat so viele Steroide genommen oder so. Ja, der ist es, Dave. Nee. Wenn du denkst, Dave ist krank. Der Typ ist durch. Ja, ich komme ja schon. Dave ist ein Waisenknabe dagegen wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Dann trotten wir runter zu Dave. Ab in den Garten. Mit dem verschnürten Vampir. Ich glaube, was seine Bondage-Gewürste ausgelebt hat. Genau. Ich erspähe die Leichen, ich erspähe das. Nee, die Leichen sind da, das ist nur noch Benzin. Aschehaufen. Dann die Aschehaufen, dann das Benzin überschüttete etwas. Mit der Kanüle im Arm. Und guck, die Jungs also einfach die fragen, was in der Brust. Die Kanüle würde ich... Und der Seite unter dem Flock, die jetzt so ein bisschen in diesen Körper reingedrückt wurde. Also die was Kanüle, habt ihr getan? Wir haben gar nichts gemacht. Ich habe nur den Vampir ein bisschen gefesselt und mit Benzin übergossen. Was ist hier passiert? John, willst du es ihm erzählen? Wir waren draußen und haben doch hier auf den Wu gewartet. Aha. Ja, dann war Mr. D wieder da, auf einmal wie aus dem Nichts. Hat er was gesagt? Ja, der hält sich wie immer sehr bedeckt. Hat anscheinend immer noch. Dass irgendwas vorbeikommt und dass er uns helfen will und dass er Spaß hat, uns zu beobachten. Ja. Und dass er sehr wahrscheinlich immer noch nicht seinen neuen Bürostuhl gefunden hat. Aber was viel wichtiger ist, hier scheint noch jemand rumzuspringen, der meint von Mother zu sein. Ein ziemlich kranker Typ. Aha. Also wenn du meinst, ich sei groß. Der ist auf Anabolika oder sowas. Also das ist schon... Nun zumindest war der hier und... Jetzt meint er, wir jagen die jetzt alle. So, alle. Nun, er war nicht ganz so glücklich darüber, dass wir Mr. Wu treffen wollten. Und was hat das Anabolika-Männchen mit euch gemacht? Oder was hat er generell hier getan? Ja, noch nichts. Er meinte, wir seien Anfänger. Er nannte sich Jeremiah und Gabriel und oder er sei unser Gabriel, was auch immer er damit meint. Ja, und dann schleppte er hier 3 Vampire an, unter anderem unseren Freund vom Dach. Ist Dave eigentlich kein gläubiger Katholik als ihre? Ja, doch, ja, schon. Da müsstest du Gabriel doch die Anspielung mit Gabriel schon verstanden haben, eigentlich. Gabriel ist ein Erzengel, das weiß ich wohl, aber ich. So gut kenne ich mich jetzt dann wieder nicht in der Mythologie aus. Ich bin real zwar auch Katholik, aber nicht so gut bewandert. Ich weiß, dass es halt einer der Erzengel ist. Ja, so viel. Gabriel ist der Bote Gottes oder der Erklärer der Vision. Ja, irgendwie. Michael habe ich eher mit dem Schwert in Erinnerung. Ja, gut. Fakt ist, er schleppt dir dann 3 Vampire an. Die Überreste siehst du hinter dir. Das ist kein Zigarettenasche. Ja, und jetzt hat uns hier noch ein bisschen... So viel kann nicht mal John rauchen. Jetzt hat er uns also noch... Lass mich mal kurz zusammenfassen. Ihr habt einen Steroidentypen getroffen, der Gabi heißt. Der hier Vampir ja. Und auch den Vampir umgebracht hat, mit dem wir gesprochen haben.
Nur da hätte ihn gepflockt, umgebracht haben, letztendlich ich ihn. Also, ist Johns Frau jetzt auch schon so gut wie tot, nach meiner Schlussfolgerung durch ihn, ne? Also ist er nicht unser Freund. Wen meinst du jetzt, Dave? Nee, das Steroidenkind. Das Steroidending hat nichts wir gemacht, haben sie dir gerade gesagt. Das umgebracht hat der Dave die. Das hat er gerade zugegeben. Fakt ist, also, er ist genauso mysteriös wie Mother. Wir sollen ihn morgen treffen, bei ihm zu Hause. Vampire umgebracht, die auf die Frau von John aufpassen. Ja, scheinbar haben sie nicht auf sie aufgepasst, sonst wären sie nicht mehr hier. Ich glaube, wir haben die Koali kaputt gemacht. Ja, sehr schön. Ja. Die Jungs, ich habe eben schon gedacht, als er die getötet hat, ich so, bist du bescheuert? Gut, das macht die ganze Sache nur geiler. Hallo, es ist Paradoxa. Er macht alles tot, was nicht lebendig ist, ja? Es ist John, ja, Paradoxa hat ja gar nichts gemacht. Er hat die ja nur gepflockt. Ich hab sie nur gepflockt, also sorry. Ich hab den Typ auch nur gepflockt. Ich weiß nicht. Also, und du überschüttest den letzten Lebenden, der Johns Frau noch retten könnte, der es irgendwie in Waage bringen kann, begießt du mit Benzin und willst ihn verbrennen. Habe ich noch nicht gesagt. Ich würde ihm jetzt den Pflock rausziehen, dann soll er mal antworten. Ansonsten wird ein bisschen gezündelt. Ein bisschen gezündelt, genau. Bisschen gezündelt. Die Benzingase sind jetzt zu Kopf gestiegen, ne? Ich bin dafür, dass du jetzt erstmal eine Runde ums Haus läufst und wir uns dann nochmal sprechen. Der Fakt ist, wir haben eins von diesen Viechern noch hier. Was hat das mit der Kanüle auf sich? Das weiß ich nicht. Drogen, irgendwelches Zeugs, das Vampiren schadet, sie betäubt. Also läuft und Vampirblut aus der Kanüle in die Kanüle oder andersrum? Ich weiß es. Das kannst du jetzt nicht mehr sagen. Wenn du dir das anguckst, die haben ja so entfernt. Anguckst, dann steckt die so in den Arm drin. Die Kanüle habe ich nicht entfernt. Ich habe nur gedingst. Ich habe nichts rausgezogen. Ich habe nur den Pflock ein bisschen tiefer geschoben. Achso, ich habe das eben gehört, gedacht, dass sie die entfernt. Nee, die Kanüle habe ich gelassen. Ich habe nur dann die. Kann die der Kanüle, Konstantin die, das ja noch sehen, wie sie da drin steckt, ja. Genau. Kann der Paradoxe nochmal beschreiben. Die steckt so in dem Arm drin und da tropft so aus einem kleinen Schlauchansatz, ja, tropft da so immer das Blut so leicht raus. Also, ihr zapft jemand Blut bei einem Vampir ab. Also sollten wir das behalten, es könnte wichtig sein. Und in meinem ermittlerischen Leichtsinn gucke ich mir den Rest hier nochmal so drumherum an, ob ich da noch irgendwas Auffälliges sehe. Also du siehst halt, dass in der Brust ein Pflock steckt und wahrscheinlich ist der tiefer drin, als er vorher war, weil die Seite, die unter dem Pflock steckt, mit in die Wunde geschoben worden ist. Welche Seite? Eine Seite unter dem Pflock. Blatt die vollgetränkt ist denn jetzt mit Benzin. Ihr seid aber auch dämlich, ne? Nein, du warst am Schlafen. Ich schlafe und ihr seid dämlich. Du lässt ihn deine Frau umbringen. Ich habe niemanden umgebracht, ich habe nur drei Vampire in den Kopf abgeschlagen. Ja. Und damit das Todesurteil für seine Frau unterschrieben, nur weil du deine tote Mutter rächen möchtest. Sehr sinnvoll, genau. Kommt John eigentlich diese Erkenntnis jetzt auch gerade? John kommt gerade die Erkenntnis und möchte auf ihn einprügeln. Nachdem ich das dritte Mal gesagt habe. Ja. Auf wen? Bei John so. Auf Konstantin oder auf Dave? Ja. auf Dave. Ach, dann kannst du ja mal einen. Du dummer Vollidiot. Ich würde so die Hand ausstrecken, ja, ihn so vor die Brust packen und er dann so mit den Fäusten so. Der tritt auch, ja. Also hier voller Körpereinsatz und so. Du blöder Vollidiot. Was fällt dir endlich ein? Denk doch einmal nach, wenn du was tust.
Rüttel an. Ja, Fakt ist, sie scheinen nicht gut genug zu gewesen zu sein. Besagte Seite versuche ich dann... Das ist das Einzige, was dir einfällt. Er wollte schon längst weg sein. Das ist das Einzige, was dir einfällt. Ich glaube nicht, dass deiner Familie was passiert. Sie wollten sie auch begleiten. Und was haben sie getan? Sie haben es nicht getan. Weißt du das? Das wissen wir nicht. Nur weil so ein Verrückter auf Steroide uns da was erzählt. Du kannst ja deine Frau anrufen. Das werde ich jetzt auch tun. Und du überlegst jetzt genau, was du als nächstes machst. Haben wir uns da verstanden? Ich möchte diese besagte Seite einfach mal an der Oberseite aufreißen, dass ich so an dem Block vorbeiklappen kann und runterziehen kann. Dass ich mir wieder zuklappen kann, vielleicht noch was erkennen kann. Ja, beschreib die Seite mal. Ja, es ist eine sehr nasse Seite. Ich verstehe dich gerade nicht. Du hast irgendwie und, hier so was du feststellst ist... geht's besser? Fest? Ja, jetzt Hallo? Besser. Ja. Gut, also die Seite ist erstmal sehr nass, sehr vollgesogen mit dem Benzin, das über sie gekippt worden ist. Und sie sieht nicht aus, als wäre sie ein neuer Druck. Also die sieht eher handgeschrieben aus. Aber auf eine Weise, die du eigentlich nur in alten Bibeln finden würdest. Und auf dieser Seite ist eigentlich nur der Fall Luzifers beschrieben. Das Problem ist, wenn du diese Seite jetzt von dem Vampir wegnimmst, wird er auf einmal wesentlich agiler und reißt an diesen Seilen rum, weil dieser Pflock niemals über dem Herzen saß. Zum Glück bist du vorher gefesselt. Was du jetzt so beiläufig bemerkst, wenn du die Seite so anguckst und hochguckst und der sich auf einmal bewegt. Also dieser Pflock saß niemals über dem Herzen. Und wenn die Seite weg ist, dann fängt er sich an, sehr rege zu bewegen. Konstantin, was machst du da? Ich bringe etwas Spannung in die Runde. Ja, ich spricht dieser Vampir? Kann er sprechen? Momentan gibt er nur ein Röcheln und Knurren und Fauchen von sich. Dann würde ich so neben ihm stehen. Da ist jemand wach geworden. Trittst du ihn bitte auf die Brust und fixierst ihn damit? Guten Morgen, mein kleiner Freund. Wehr dich nicht zu sehr. Du bist gut verschnürt und auf dir liegen oder an dir sind 10 Liter Benzin. Und in meiner Hand ein Feuerzeug. Also wenn du meinst, du müsstest hier verrückt spielen, macht's einmal Schnipp und einmal Fauch und du bist tot. Dave, hattest du nicht eine Machete? Hab ich auch. Zur Not gibt's noch den Kopf ab. Leih mir mal die bitte, dann leg die direkt an den Hals. Ich versuch das Handy meiner Familie zu erreichen. Ja, es ist, Telefonnetz ist immer noch tot. Ah, verdammt. Ich versuche das weiterhin. So, er drückt dann irgendwann hier diese, ruf mich an, wenn das wieder verfügbar ist, Taste. Mhm. Und geht dann raus. Gut gemacht, Dave. Gut gemacht. Wir haben immer noch kein Telefonnetz, falls dir das entgangen ist. Sprich! Das könnte vielleicht unser Glück sein. Vielleicht. Mit dem Telefonnetz habe ich nichts zu tun. Wer weiß. Ich bin nicht an allem schuld. Aber ja, scheiße, wir hätten es den einem Typen sagen können, dass der es war und nicht wir. Und jetzt kann ich sagen, ja, hier der verrückte Irre war's. John, beruhig dich, wir haben Gäste. Du solltest dich ein bisschen zurückhalten. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Wie stellst du dir das so vor, so einfach? Lass uns doch mal sehen, was uns unser Gast zu berichten hat. Er zieht und zetert immer noch an seinen Fesseln.
Sieh's ein, es hat keinen Sinn, was du da tust. Du hast eine Chance. Sprich, wer bist du? Warum bist du hier? Wo ist Mr. Wu? Wer ist Mr. D? Gehörst du zu der Maske oder zur roten Hand? Also er sieht nicht hässlich aus. Ne? Also nicht so wie der Typ, der euch auf dem Dach irgendwie begegnet ist. Er ist eine ziemlich stattliche Figur. Irgendwie trägt einfach nur T-Shirt und Jeans und ein paar Biker-Boots, aber sonst ist der bei weitem nicht so auffällig wie das Vieh, was ihr auf dem Dach gesehen habt. Also die waren in der Kanalisation alle so hässlich? Ja. Also ich glaube nicht, dass er zu den Jungs zu der Maske gehört. Gehörst du zur roten Hand? Verrätern! Guck mal, mit Verrätern rede ich nicht! Verrätern? Dave, wie hast du ihn gefesselt? Oder Spielleiter, wie wurde er gefesselt? Lass mich frei! Er wurde Gott. Bondage-gerecht verpackt, hat es geheißen. Ja. Wurde er mit Seilen? Ja. Er ist wie ein Postpaket verschnürt auf dem Boden. Haben wir noch Seil? Das Seil ist um ihn rum. Haben wir noch mehr Seil? Nee. Ja, da wirst du John fragen müssen. So, wieso ja, ich glaube in der Garage. Ich glaube, das ist das Seil schon aus der Garage. Ja, das war das Seil. Niemand hat so viel Seil im Haus. So, ich habe ein Abschleppseil dabei gehabt und das müsstet ihr, das hättet ihr ja zumindest ganz lassen können. So, du bezeichnest uns als Verräter. Würde mich interessieren, wie du auf diese Annahme kommst. Ja. Wen haben wir denn verraten? Wir haben euch John, ein Angebot gemacht und ihr fesselt mich hier und haltet mich hier gefangen und zapft mir mein Blut ab und er guckt so runter Richtung Kanüle. Also. Kumpel, wir waren das nicht. Das war der Irre und der Verrückte. Ich hab dich nur gefesselt. Gepflockt wurdest du schon vorher. Was ist das für eine Droge, die du da in deinem Arm hast? Wir zapfen irgendwas ab. Falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Okay. Ja, wahrscheinlich, um sich selber zu pushen. Ja, ich habe so ein Dings. Also OT habe ich einen Verdacht, aber IT habe ich natürlich keine Ahnung. Nun, ihr wart offensichtlich von jemandem aufgehalten, nicht von uns. Wir hatten auch zwischendurch... Wir haben euch Menschen ein Angebot gemacht und ihr habt anscheinend abgelehnt. Nein, haben wir nicht. Am besten, ihr tötet mich gleich, weil wenn ich jemals freikommen sollte, seid ihr tot. Oh, da haben wir, das wird ja aber spannend hier. Du siehst jetzt gerade nicht so aus, als wenn du freikommen würdest im Moment. Also deine Karten sind gerade eher schlecht. Scheiße, Dave, steck ihn an, der weiß zu viel. John, hol mal bitte zwei Gürtel aus deinem Haus, schnell. Wenn ich euch jemals kriege, ich lutsche euch aus wie ein Sahnebonbon. Ja, klar. Ich geh los und du verzweifelt nach Gürteln. was hast du vor? Lass dich überraschen. Aber. Oh, hier geht gerade die Welt unter bei mir. Ja. Ja, das hatten wir uns eben. Los, jetzt sprich. Klar, ja, ich lauf hoch und. Was hat es mit der roten Hand auf sich? Oh, dann sind die Verräter, genauso wie ihr, und hier machst du wahrscheinlich mit ihnen gemeinsame Sache. Junge, du solltest aufpassen, was du sagst. Also, du sagst, du arbeitest mit den Hässlichen zusammen, mit der roten Hand. Weil die sind ja eigentlich. Nein, ich arbeite nicht mit der roten Hand zusammen. Wie kommst du darauf, dass wir dann nicht mit euch zusammenarbeiten? Ja, zum Prinzen der Stadt. Mr. Wu, so viel haben wir schon erfahren. Mr. Wu wollte hier kommen. Vor circa einer halben Stunde wollten deine Jungs losgehen. Und wir finden sie hier gepflockt. Wer hat hier seinen Auftrag nicht erfüllt? Wir oder ihr? Wer hat sie denn getötet? Wer hat uns denn angegriffen? Das wart ja wohl ihr. Du weißt, dass die Schwachen bestraft werden.
Scheinbar seid ihr nicht stark genug für uns. Ja, vielleicht seid ihr zu schwach, um uns zu helfen, oder? Wartet, bis ich freikomme. Ihr werdet leiden. Ich finde eure Familien und mache sie zu so willenlosen Sklaven. Dave, leg ihn bitte sitzend an einen Baum. Ich würde ihn schnappen. Ja. Er wird wahrscheinlich zetern und ja, wütend natürlich. Und er zerrt doch immer noch an seinen Fesseln. Ja. Ach, was meinst du, wann geht die Sonne auf? Das dauert noch ein paar Stunden. Aber ich habe eine bessere Idee. Kommt John langsam wieder? Ja, John kommt mit ein paar Gürteln wieder, wie es aufgetragen wurde. Gut. Du nimmst einen Gürtel, legst ihm den Vampir um den Hals und um den anschließenden Baum herum. So. Ja, würde ich dann, würde mir tun, wie mir geheißen wird. Ah, lass mich! Ja. Baum ist, ja. Du bist der Erste, wenn ich freikomme. Kannst du dich zuzubeißen? Gürtel Nummer 2. Wenn er so nah am Mund ist. Blöd gefragt. Nein. Ja, zumindest schnappt er nach dir. Setzt ihn ja sitzend hin und er nimmt ja, er hält ihn von außen und legt ihn so langsam rum. Sodass er gar nicht in die Nähe des Mundes kommt. Soweit hat er ja gedacht. Den zweiten Gürtel bindet er um die Füße. Ja. Wirklich stramm. Okay. Und jetzt schon, hol dein Auto. Oh mein Gott. Ich schmeiß hier einen Autoschlüssel hin. Ich mach da nicht mit. Das hab ich ja schon mal gesagt. Du musst nicht hingucken, du musst nur fahren. Ich mach da nicht mit. Hier, fahr du. Also. Da geht Freund, die Menschlichkeit dahin. Du merkst, dass unser Freund, der wurde im Schlaf gestört, weil ihr nicht erfolgreich wart. Jetzt ist er wirklich sauer und böse. Du denkst, ich sei schlecht. Du hast noch nie mit Konstantin Hardcastle zu tun gehabt. Weil sonst würdest du jetzt nicht mehr leben. Du solltest jetzt besser reden, weil ich kann dich vor diesem kranken Typen da drüben nicht beschützen. Der macht selbst mir Angst. Es geht nicht darum, dass du ihn verratest. Niemals, nie! Okay, was wollte denn der Prinz von uns? Was war denn so wichtig, dass er mit uns, seinen Feinden, sprechen will? Das mittlerweile ist doch schon ein setze bisschen ich das Heck des Autos vor dem Mann hier. Wer sagt denn, dass ihr nicht uns eine Falle stellt? Das sind mal eure Feinde. Ja, das sind sie. Und zu Recht, wie ich sehe. Tötet mich ruhig. Ja. Werdet niemals entkommen. Meine Verwandten werden mich rächen. Ich glaube, deine Verwandten haben gerade andere Sorgen. Wir können uns schön zurücklehnen und zuschauen, wie ihr euch gegenseitig vernichtet. Wir könnten aber auch, wie gesagt, nach wie vor an dem Dieb festhalten. Wir könnten dieses Missverständnis beiseite legen erstmal. Und uns zumindest mal anhören, was euer Prinz zu sagen hat. Vielleicht finden wir ja. Das habt ihr vorhin auch schon gesagt und uns dann angegriffen. Aus dem Hinterhalt. Wie feige Würste. Das war der verrückte Mr. Gabriel, nicht wir. Der hat nichts mit uns zu tun. Den kennen wir nicht bisher. Der gehört bisher nicht zu uns. Das würde ich jetzt auch behaupten an eurer Stelle. Nun. Zeigt euren guten Willen und macht mich frei. Und dann fällst du uns auf den Rücken. Das wäre etwas dümmlich von uns, das musst du doch selber zugeben. Andererseits wäre eine Geste des guten Willens. Aber... Lasst mich frei und ich werde sehen, was ich für euch tun kann. Und er guckt ganz intensiv Richtung John, weil der ist der Einzige, der bisher so ein bisschen schwächlich wirkt auf ihn. Ja, John, John würde jetzt den hier machen. Aber nee,
Nee, wir lassen dich nicht und frei. Und die Worte, die er zu dir gesprochen hat, sind relativ, also der wirkt ziemlich beeindruckend, dieses verschnörkelte Ding da. Hm. Also nein, wir lassen dich trotzdem nicht frei. Also, das kannst du vergessen, Freundchen, ja? Also, so einfach kriegst du uns nicht. Der weiß zu viel. Der bringt meine Familie in Gefahr, wenn der was erzählt. Das Problem ist, er könnte uns helfen, aber es ist die Frage, ob er es tut, wenn wir ihn freilassen. Setzt das Auto jetzt mit dem Heck vor seine Füße, sodass wir seine Füße, die gefesselt sind, auf die Anhängerkupplung setzen können. Ja. Dave sitzt sich ins Auto und spielt mit dem Gas. Machst du es, Dave? Oh Gott. Ja, ich setz mich rein und spiele so ein bisschen rum. Der windet sich in seinen Fesseln. Ich würde auch so leicht nach vorne fahren, dass es. Du gibst mir jetzt 3 Antworten und dann fährt er nicht los. Habt ihr Vampire hinter Johns Frau hergeschickt? Oh, einer Leute. Er faucht nur noch. Dave, lass mal langsam die Kupplung kommen. Oh, Amis, die Kupplung was. Kommen lassen. Oh mein Gott. Tot. Moment, da muss ich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, seid ihr alle nicht so gut im Autofahren. Da müsste ich jetzt doch glatt eine Autofahrenprobe machen. Wupp, tot. Auf 3 habe ich ganz genau 0. Was ist denn der Rest? Was ich wohl muss. Auf was wirf ich denn noch auf? Ach mal Dexterity. Was gibt es? Dexterity. Dexterity, da bin ich, glaube ich, relativ gut. Ja, da habe ich immerhin 4 Würfe. Da habe ich immerhin 4 Würfe. Wie viel muss man Erfolge haben? Oder was ist ein Erfolg? 7? 8. Dann habe ich, wenn ich 7 Erfolg habe, dann habe ich 1 Erfolg von 4. Ja, das Auto stockt ein bisschen und ist dann abgewürgt, aber du schaffst es nicht, sofort loszufahren. Aber du hast den Motor abgewürgt. Guck den Vampir an, einmal hast du Glück gehabt. Das passiert nicht doch mal. Habt ihr Leute hinter Johns Frau hergeschickt? Nein. Und der guckt dich so an. Was passiert, wenn die Leute vom Treffen nicht wieder auftauchen? Dann seid ihr alle tot. Würdest du bestimmt machen, ne? War das eine Frage? Nein. Was kann man mit Vampirblut machen? Was weiß ich, was ihr damit gemacht habt. Ich bin mir gerade unsicher, ich würfel mal kurz, ob er überhaupt selber weiß, was man damit machen kann. Andere Vampire damit machen wahrscheinlich, indem es Blut trinkt. Also OT gehe ich mal davon aus, dass es ähnlich wie bei Rippertech irgendwelche leistungssteigende Funktionen hat. Das Blut gibt uns unsere Kraft, natürlich. Das Blut ist Leben. Was macht das Blut mit Menschen? Er lacht nur. Also so kichert so. Dave, Versuch 2. Also er hängt jetzt schon so ein bisschen höher. Also das ist jetzt gefährlich, was ihr da tut. 2 Erfolge von 4. Okay, wie weit willst du nach vorne fahren? Ah, schon ein Stückchen, dass er... Okay, dann hängt er jetzt freischwebend zwischen Baum und Gürtel. Also man könnte Baum jetzt quasi Drahtseil Übungen drauf machen. Muss ein Vampir atmen?
Nein, aber auch das Sprechorgan ist ein bisschen eingeschränkt, wenn man hier so aufgehängt ist. Deswegen kommt nur ein Röcheln. Er würde vielleicht reden, aber naja, er ist. Ja gut, ich fahre dann wieder zurück. Kehlkopf ist schon ein bisschen wichtig fürs Reden. Also, weißt du jetzt, was das Blut bei Menschen anrichtet? Dave, weiter zurück. Noch ein Stück, noch ein Stück. Weißt du, was es anrichtet? Noch ein Stück. Dass der Wagen immer weiter auf den Vampir zufährt. Ja. Es macht euch stärker. Stopp, Dave. Tweet. Und der grinst dabei. Schelmisch. Willst du es ausprobieren, Mensch? So was brauche ich nicht. Ich hab Dave. Sein Blut macht mich auch stärker. Schmeckt bestimmt gut. Sollte ich probieren. Mach das. John, hast du noch Fragen? Ja, was? Ich will wissen, was mit meiner Familie passiert ist. Sie ist losgefahren und keiner ist hinterher. Hat auch gesagt. Ja, sind sie denn in Sicherheit oder nicht? Ihr könnt euch übrigens genauso alle mal einen Punkt auf Morality abziehen. Ach ja, ich hab noch. Wo ist der Bogen denn? Das weiß ich nicht, wo du deinen Bogen hast, aber. Hast du meinen Bogen? Ich hab deinen Bogen. Hast du meinen Bogen? Morality da. Okay. Ich hab noch 6. Sag. Wo ist Morality auf dem Bogen? Health, Willpower, Morality da. Nee, doch. Das, was bei dir wahrscheinlich 2 ist, Beru. Nee, ich weiß, ein paar von euch sind schon mit weniger gestartet, als sie haben sollten. Also ich habe Morality 5 jetzt. Was ist denn so das Normal eigentlich bei einem Hunter an Morality? 7 ist der normale Mensch. Ja. Aber theoretisch, laut Hunter-Regelwerk, kannst du die auch ändern. Ich glaube, wenn du dann richtig in der Gruppe bist. Ja. Tja. So, und was machen wir jetzt mit unserem Freund und Kupferstecher hier? Einerseits wäre ich schon noch interessiert daran, was Mr. Wu zu sagen hat. Wenn er jetzt noch mit euch redet nach der Aktion. Ja, irre war's. Ja, andererseits könnte das ja auch den Respekt bezeugen, dass mit uns nicht zu spaßen ist, nicht wahr, kleiner Freund? Wie nennst du was mit uns ernsthaft zu rechnen ist? Mach die Fesseln, Alter, hör bloß auf! Ich guck ihn an, jetzt hör auf! Der muss zum Schweigen gebracht werden, der weiß zu viel. Sonst passiert auch meiner Familie was. Das okay. aus deinem Mund? Du willst 2 Vampire machen? Ich würde ihm das Feuerzeug in die Hand drücken. Das Fahrzeug in die Hand drücken. Das Feuerzeug. Das Feuerzeug. Ich habe schon 4 auf meinem Konto. Vielleicht willst du ja auch mal anfangen. Ich glaube nicht, dass die noch Freunde von uns werden wollen. Was glaubst du? Ich will hier eigentlich gar keinen abmurksen, nur wenn es tatsächlich nötig ist, aber... Das Problem ist, was glaubst du, was passiert, wenn wir ihn laufen lassen? Entweder greift er uns direkt hier an. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er uns nach dieser Aktion jetzt noch hilft? Warum hat er es überhaupt erst gemacht? Wenn er davon erfährt, ist doch alles gut. Wenn er davon nicht erfährt, ist doch alles in Ordnung. Dann war es dieser eine verrückte Hühne und, ja. Tja. Ich sehe dann dein Problem nicht. Gut, dann, mein Problem ist es nicht. Ich habe keine Familie, die ich beschützen muss.
Verdammt, das hat. Was hab ich gerade gesagt? Was hab ich gerade gesagt? Entscheide du. Ich würde sagen, wir legen ihm den Autoschlüssel und das Feuerzeug in die Hand und verdrücken uns einfach so in Richtung Force aus. Nee, wir lassen den Kerl hier am Leben, weil wir waren es ja echt nicht. Wir nehmen den mit rein. Also er scheint es zumindest... Ich war es nicht. Er scheint es zumindest mal anzunehmen, dass es wir waren. Der Deal ist mit mir, nicht mit euch. Ich hab nichts verbrochen. Ihr wart das. Und ihr habt euch dafür zu verantworten, nicht ich. Moment. Ich möchte gerne noch Fiole mit dem Blut abziehen. Den 10 Liter kann ich noch voll pumpen, oder? Ja, da kommt nicht mehr viel raus, das ist ein Tröpfchen, die da rauskommen. Also, Moment, um eigentlich mal klarzustellen, Konstantin hat geschlafen. Er war schon mal gar nicht. Du warst es nicht und gepflockt wurden sie nicht von uns. Nee, also, umgebracht wurden sie von dir. Sie waren doch schon tot. Nicht wahr? Jetzt mal ganz doof. Sie sehen das, glaube ich, anders. So ein Vampir in so einen Aschehaufen aufgeht, ist dann alles von ihm weg, oder bleibt so ein Portemonnaie bestehen? Wenn er ein Portemonnaie hat, bleibt alles weg. Okay. Echt? Ja, klar. Ja. Die Kleidung bleibt auch da. So. Würde ich mir jetzt einfach mal gerne die Aschehäufchen angucken und gucken, also was interessant ist. Kommt drauf an, wie man das ausspielen will. Man kann natürlich ausspielen, dass die in Flammen aufgeben und alles um sich mit, alles hier im Körper tragen, mit sich verbrennen. Oder man kann einfach sagen, so wie bei etlichen anderen veröffentlichten Ohren, gehen einfach in Asche auf, ne? Ja, verfallen ist der Meister, du entscheidest das. Ja, also vorhin wurde gesagt, sie sind in Aschehaufen verwandelt, also haben sie noch ihre Klamotten da gelassen. Ja. Finde ich was Interessantes. Die haben keine Portemonnaies mit. Wofür brauchen Vampire Portemonnaies? Aber vielleicht irgendwas nützliches. Lagekarte hier, geheim versteckt von Mr. Wu. Nee. Das wäre was. Nee. Zugang zum Passwort. Ja, so. Vampir versteckt. Achtung, nicht weiter sagen. Zum Darknet. Gehören kurz zum Darknet, genau. Nossinet. Gut, John. Malkavian Network. Mach, was Login du willst. Login-Nummer. By the way, ihr könnt froh sein, dass der keine Blutpunkte mehr hat, der Typ. Ja. John, mach, was du willst. Hier hast du die Schlüssel. Du hast das Feuerzeug. Wenn du willst, kriegst du hier gleich noch eine Machete. Also, Kleiner, hör mir mal zu. Ich war das nicht. Wir haben den gemacht. Wenn ihr euch an den da rächen wollt, dann ist das eure Sache. Übrigens, der mehr und mehr, die ihr euch mit dem unterhaltet, desto weniger menschlich wirken seine Gesichtszüge. Also der scheint wirklich irgendwie... dass selbst die paar Worte, die er noch spricht, gehen immer mehr in fauchende und krelige Laute über. Der windet sich immer stärker. Okay, wenn er immer mehr zum Monster wird, würde ich dann das Feuerzeug ihm ihn anstecken, weil ich möchte, glaube ich, nicht das sehen, was passiert, wenn es dann soweit ist. Ja, wenn du nicht, dann gefährliche. Dann macht's einmal Puff und da geht ein Rauchschwaden auf. Und verbrennt langsam und schreit elendig und windet sich in Schmerzen. Und du darfst dir nochmal einen Punkt an Morality abziehen. Ja, dann bin ich bei 4. Kriege ich jetzt psychische Störungen? Ja, auf jeden Fall. Kannst du dir selber ausdenken, wie das jetzt gewirkt hat, dass du auf einmal so, was das mit dir macht, dass du so in der Lage dazu bist, eiskalt zu töten. Da muss ich nochmal nachdenken. Ich hab da den Film, ich weiß nicht mal, wie er heißt, mit Michael Douglas in Erinnerung. Der Typ, wo durch die Stadt zieht und alles dann niedermacht. Ja, also irgendwann ist dann noch ein Häufchen Asche über. So. Okay, wo wird jetzt nicht mehr zu uns kommen?
Vielleicht sollten wir dann Mr. Wu aufsuchen. Oder sollten wir Energie darauf verwenden, unseren neuen Freund, den Aufenthalt unseres neuen Freundes zu finden, wo immer auch unser lieber Engel sein soll. Ich würde ja sehr gerne morgen Gabi treffen und mit ihm dann zum Geisterhaus gehen. Das Problem ist, wir haben keine Ahnung, wo unser neuer Freund wohnt. Er muss euch doch einen Hinweis gegeben haben. Tja, nicht so wirklich. Also, gut, wenn er sich schon. Gut. Ich find's gerade schön. Die einzige Geschichte. Also, wenn er sich schon Gabriel nennt, Erzengel, und ein Stück Bibel da lässt, tippe ich auf eine Kirche. Hast du eine Ahnung, wie viele Kirchen es in New York gibt? Nein! Noch nicht. 1, 2, 3, viele? Gibt's eine Gabriel-Kirche hier? Vielleicht. Das ist... Da bin ich etwas überfragt. Also ob sie mal im Viertel eine Gabriel-Kirche gibt, weiß ich nicht, aber der Typ wäre mir im Viertel wahrscheinlich schon aufgefallen. In deinem Viertel nicht und auch bei John in der Nähe, nee. Nicht, dass er wüsste. Nicht, dass er viel mit der Kirche am Hut hätte. Ja, John jagt Geister. Dafür muss man nicht so gläubig sein, wie ihr immer alle denken. Wenn das Jeremiah gut, was gehört hätte. Ja! Die einzigen Anhaltspunkt haben wäre jetzt vielleicht doch wieder zurückkehren zu Mother. Vielleicht finden wir dort irgendwas über ihn heraus. Vielleicht wir wieder durch diesen Kriegsschauplatz fahren, wo uns Panzer entgegengekommen sind. Wo willst du sonst hin? Ich habe keine Ahnung, aber weg vom Panzern. Andererseits, Mr. Dean müsste ja auch noch irgendwo in der Nähe rumschwirren. Aber da wird uns wahrscheinlich keine große Hilfe sein. Aber vielleicht haben wir ihn wenigstens belustigt. Oh, Scheiße. Also was ist jetzt der Plan? Erstmal pennen gehen, den Rest der Nacht? Ja. Ja, wir sollten schlafen. Aber wir halten Wache. Okay. Konstantin ist jetzt ausgeschlafen. Am nächsten Morgen, was ist das Morgenritual? Kühlschrank plündern. Okay. Konstantin, ist dein Morgen. Mach er den lange Morgen ausschlafen. Lange ausschlafen und dann so den Morgengruß, so den Baum, so yogamäßig. An dem Baum, weil ihr den Vampir gestern getötet habt, oder was? Nein. Nein, er macht die Figur den Baum. Ach so, die Figur den Baum, okay, ja, okay. Und John? Genau. John wird lange, lange schlafen, erstmal nicht so zum Frische kommen, versucht mit der Welt klarzukommen. Mhm. Weil auch, weil er schlafen wollte, also der war die halbe Nacht wach und er sieht auch irgendwie sehr, sehr. Ja, die Bilder von dem schmerzverzerrten Gesicht in den Flammen. Ja. Die Schreie, die folgen dich. Ja. Deswegen er sieht dadurch alleine schon. Als du ihm ins Gesicht gesehen hast, wo er in Flammen aufgegangen ist und gebrüllt und weiter sich gewunden hat, heißt du irgendwie zwischendurch auch die. Du hast halt das Monster angezündet, aber du hast den Menschen auch gesehen, als es der verbrannt ist. Ja, das war das Schlimme. Und also John ist halt total fertig mit der Welt, also echt durch. Da kann er auch schlafen? Ja, so ein ganz kleines bisschen geschlafen hat er, aber das war halt so. Weißt du, du hast geschlafen, aber du fühlst dich nicht wirklich wach. Wahrscheinlich wird auch scheiße geträumt haben. Ja, ich war zwischendurch mal geduscht haben, mal endlich wieder nach der ganzen Zeit. Dann werde ich gucken, ob John irgendwo im Haus einen Computer hat, Internet. Ja, hat er. Ohne großartig Passwort drauf. Okay, dann würde ich das... Dass die Leitungen alle tot sind. Gegen die Kiste treten. Lacht ein sehr interessanter Ghostbusters Screensaver entgegen.
Ja, und John läuft halt so in so einem Pyjama durch die Gegend, geht erstmal duschen, duscht sehr, sehr lange. Ja. Und draußen wirkt es auch relativ friedlich jetzt, wo er irgendwie aus dem Fenster rausguckt. Vögel zwitschern und man kann ein paar Rauchsäulen am Horizont erkennen und es ist irgendwie auch sonst nichts los irgendwie auf der Straße irgendwie, aber irgendwie wirkt es friedlicher als in der Nacht zumindest. Hast du eine Stadtkarte von New York? Stadtplan? Hast du, John? Hast du bestimmt irgendwo. Ich überleg gerade im Auto, ne? So ein. Ich hätte jetzt schon fast gesagt, so ein ADAC-Ding. Ja, so ein adäquates, wie man das früher gemacht hat. Hatte aber jeder eine Karte im Auto. Ja. Heutzutage, ne? Die jungen Leute heute haben das nicht mehr. Ja, diese jungen Hippen von heute. Die werden voll aufgeschlossen in der Situation, wenn das Google Maps nicht mehr funktioniert. Ja. Oh mein Gott. Wie soll ich jetzt zum Einkaufen zwei Straßen weiterkommen? Warum, Mami? Ich werde den Weg niemals finden. Ja, Orientierungssinn, ne? Ja gut, wenn er das Ding dann beiseite bringt, dann würde ich einfach mal systematisch den Stadtplan durchgehen. Da müsste ja normalerweise immer, wo Kirchen sind, ist ja so auf den Karten so ein Symbol mit einem Kreuz. Und ich würde halt gucken, was das für Kirchen sind, ob es da irgend sowas wie eine Gabrielskirche gibt. Ja, gibt's? Wenn du da genau guckst, findest du eine. Das ist die St. Gabriel's Church in Manhattan. Ach, guck mal, was ich da gefunden habe. Manhattan. Wo war's, Mother Dings? War das auch Manhattan? Ah, das war in der Bronx. Mhm. Ja, ich sag so, warum nicht gleich im Hellfire Club? Und wenn du genau guckst, ist die Second Avenue Kreuzung East 37. Straße. Oh, da hat jemand die Karte offen. Naja, oder er kann sehr gut vorgeben, dich Namen auszudenken. Na gut, sollte mir das noch irgendwas sagen? Ich habe mich da vorhin mal verpasst. Das ist halt Eastside. Ja. Das ist direkt am Hudson. Ja. Na gut, vielleicht sollten wir da tatsächlich jetzt erstmal hinfahren. Das wäre unser erster Anhaltspunkt. Was meint ihr? Ich bin dafür. Besser als gar kein Anhaltspunkt, nicht wahr? Wollen wir mal gucken, was so in New York tagsüber noch kreucht und fleucht. Na gut, zumindest mal keine Vampire, würde ich mal behaupten. Ist kein gut oder schlecht sein. Wir sollten uns vielleicht nochmal einen fahrbaren Untersatz besorgen. Ich weiß nicht, ob unser Fahrzeug, das wir da gestern Nacht besorgt haben. Das war ziemlich komponiert, ja. Hast du irgendwelche Nachbarn mit adäquaten Untersatz, SUV, irgendwas oder ein Hammer? Fährt jemand in deiner Nachbarschaft ein Humvee? Hat's keine gesehen. Irgend so ein reicher Schnösel? Schon überlegt. Irgendwas rustikaleres? Ja, wir haben hier so jemanden, der fährt ab und an hier auf die Jagd. Der hat so einen alten... Ich glaube Chevrolet oder sowas ist das. Jeep. Na gut, dann lass uns mal gucken, ob der da ist. Dass jemand hat, weißt du zufällig, ob jemand hier in der Gegend für einen Schneeräumdienst arbeitet? Nee. Also hier in der Gegend nicht. Der kommt, glaube ich, aus zwei Ortschaften weiter. Wenn mich da jetzt nicht alles täuscht, also... Korrekt. Also nein, es sind gut, auch einige Häuser also auch leer, ne? Und die Autos sind weg und so, die stehen sonst... Also wahrscheinlich sind die geflohen oder so. Na, lass uns doch mal gucken, ob das Auto von deinem Bekannten da noch da ist. Also ein Hammer, das werdet machen. Ihr nicht mehr finden. Kleinere Autos werden noch dastehen. Auf jeden Fall. Hm. Ich wollte halt was Rustikaleres, irgendwas SUV-mäßig, was Bulligeres oder... Nee, nicht in der Nachbarschaft. Ey, der Ghostbusters-Van, der ist schon echt gut, ja.
Der war gewesen. Der ist nicht da. Der ist nicht mehr da. Haben wir hier irgendwo noch so eine Mystery-Maschine stehen? Nee. Mystery-Maschine. Scooby-Doo. Ja gut, dann sollten wir uns jetzt irgendwie ein Auto... Noch nicht. Wir sollten uns nach dem fahrbaren Untersatz umschauen. Also wie gesagt, kleinere Wagen könnt ihr in der Nachbarschaft auf jeden Fall finden. Irgendwelche, so eine Familienkutsche auf jeden Fall oder sowas. Ja gut, Familienkutsche ist ja schon wieder was Größeres. Ich sag jetzt so was SUV-mäßiges. Ja, und so. Sowas wirst du nicht finden, aber es ist halt so Mehrsitzer irgendwie. Also nicht, da sind nicht nur Kleinwagen, da gibt es auf jeden Fall auch irgendwie halt so Vans oder sowas. Aber das ist jetzt ja auch nichts Bewusstes. Also in dem Sinne, was du sagst, Hammer oder SUV. Ja, das meinte ich nicht, aber klar, wenn wir sowas jetzt nicht haben, aber zumindest mal auch nicht irgendwas Ford Car-mäßiges. Nee. Also, ich sehe davon so einen kleinen Van. Ich finde den schon mal ganz gut. Vor allem, wenn wir noch ein paar Vorräte finden heute. Ist zwar etwas alt, aber wer wird's tun? Na gut, dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie einen Schlüssel finden. Ja, dann... Ich würde mal am Haus klingeln. Die Tür ist offen, aus den Angeln gerissen. Okay. Na gut, dann mal im Haus. Die sind alle abgehauen. Na gut, dann. Nett, dass du klingelst. Ja, man wird doch mal. Im Wohnzimmer liegen noch zwei Leichen. Na gut, dann würde ich mal gucken. Ah, Kühlschrank plündern noch. Klar. Nicht jetzt. Ja, natürlich für Verpflegung und dann gucken, ob irgendwo an der Wand ein Schlüsselbrett hängt, wo der Schlüssel für das Auto ist. Ja, findest du den Schlüssel auf jeden Fall, wenn du nachsuchst. Okay, ja, dann ab nach Manhattan. Ja, und wenn ihr mit dem Auto quer durch die Stadt fahrt, seht ihr auf jeden Fall zwischendurch immer wieder Zombies, die auf der Straße sind, teilweise in großen Horden, die ihr auch umfahren müsst. Versuchen euch teilweise zu folgen, aber das Auto ist halt ein bisschen zu schnell. Ihr habt immer wieder die Zerstörung vor Augen. Hier und wie da sind ausgebrannte Armeetransporter, die ihr da finden könnt. Teil auch Soldaten an der Seite, die tot sind. Sieht aus wie ein Schlachtfeld, mehr oder weniger. Und er passiert auch einmal irgendwie einen Armeestützpunkt, das was sowas wie eine Straßensperre mal gewesen ist. Und ja, aber da findet ihr auch nur Leichen vor oder einzelne Zombies, die dann noch rumlaufen. Halt mal an. Also ich würd mal zu ihm sagen, wenn es wo nicht so viele Zombies sind, aber da irgendwelche Typen, würde ich sagen, halt mal an. Ja. Wir sollten uns vielleicht noch ein wenig Bewaffnung umsehen. Ja, da werden auf jeden Fall ein paar Sturmgewehre noch liegen. Ja, sowas oder Handgranaten. Ja. Also, dann würde ich tatsächlich sowas noch ins Auto packen, Munition dementsprechend und dann halt gegebenenfalls, wenn wir die Möglichkeit kriegen, Handgranaten. Also es wird sehr, sehr lange dauern, bis ihr wirklich dann in die Nähe der Kirche kommt. Und je mehr ihr in die Innenstadt fahrt, desto mehr Zombies seht ihr. Und irgendwann ist John... Wer fährt eigentlich? John wahrscheinlich, ne? Oder was? Oder wer? John. Ja. Also irgendwann siehst du dich nicht mehr in der Lage, noch weiter auszuweichen. Ihr umkreist quasi die ganze Zeit das Gebiet, aber irgendwie es gibt keinen Weg rein, der ungefährlich wäre. Ja, also ganz ehrlich, da reinzukommen, ich drehe mich auch so rum, da reinzukommen, das grenzt doch schon halb Selbstmord. Also zumindest nicht mit der Wagen auf der Straße. Gut. Vorschläge? Moment. Auf der Karte war das doch direkt im Hudson, oder nicht? Mhm. Also wir kommen jetzt nicht nach Manhattan rüber, oder was? Ja, doch schon. Wir sind jetzt quasi noch... Ja doch, es ist aber alles gefährlich. Da sind überall Massen an Zombies, die da rumlaufen. Ja, aber im Moment, wenn wir quasi... Manhattan ist eine Insel. Ja. Und sind wir jetzt schon in Manhattan oder sind wir noch quasi auf der anderen Seite auf dem Festland? Ihr habt diesen Absperrungsposten da irgendwie passiert. Da waren überall nur Leichen.
Und die Kirche war am Wasser, sehe ich das richtig? Ja. Wir sollten irgendwann in den Fluss fahren und gucken, ob wir da vielleicht irgendein Boot finden. Also um das mal abzukürzen, es wird sehr, sehr lange dauern und ihr werdet es schaffen, zu dieser Kirche zu kommen. Und mit Einbruch der Dämmerung seid ihr dann auch da. Da kann der Paradoxon mal erzählen, was da ist. Ja, also die Karte, die ihr da gehabt habt, werdet ihr feststellen, ist nicht die aktuellste, weil die St. Gabriel's Church da nicht mehr steht. Da ist der Midtown-Tunnel, der nach Manhattan reinführt, an der Stelle, wo ihr landen wollt. Das kommt euch schon so ein bisschen spanisch vor. Wobei ihr eine Kathedrale relativ so zwei Häuserblöcke weiter seht, eine relativ große. Tja. Lass uns da rüberfahren, nehmen wir die große. Also deine Karte scheint ja nicht mehr die neueste zu sein, John. Gut, wer hat schon aktuelle Straßenkarten im Auto? Ja, ich würde ja, mal so drauf gucken, Ausgabe 1934 oder so ähnlich. Nee, so aus 90er den 90ern. Genau, ja. So 99 oder irgendwie sowas. Ja, meine Güte, ich kaufe ja auch nicht alle Nase lang Straßenkarten, die tut's doch. Ja gut, dann... Vielleicht ist halt World Trade Center hier noch ein bisschen falsch drauf, aber sonst... Der war böse. Ja. Ja, von 1999 war das ja noch relativ aktuell, aber naja. Das Trade Center. Ja, falls du guckst, da steht auch noch World Trade Center auf der Karte. Das ist nicht irgendwie... Genau, nicht 1999 war das ja auch noch okay. Ja. Ja gut, dann lass uns mal zur Kathedrale gehen. Was werden Sie da erkennen, Paradox? Ja. Wenn Sie an die Kathedrale kommen, steht da St. Vartans. Das ist eine armenische Kirche, auf jeden Fall. Und die Tür steht sperrangelweit offen. Und vor der Tür steht auch ein schwarzes Motorrad. Das aber mit sehr viel filigranem Silber im Lack eingearbeitet ist. Und wenn man hinguckt, glaubt man, dass da sich immer wieder Text bilden und wieder verschwimmen. Auf dem Lack. So wie Spiegelung. Es müsste das Motorrad von gestern Abend sein. Heißes Moped. Ja, eine Indian Chief. Also ich glaube, wir haben unseren Freund gefunden. Nun. Okay. Ich würde so dieses Sturmgewehr quasi schultern. Ich möchte mir so einen Patronengürtel anlegen, so. Ja, klar, kannst du haben. Dafür. Kannst du auch so eine dicke Gun haben, wenn du magst. Ja. Wo diese großen Patronengürtel reinpassen. So. Ich glaub, damit würde Konstantin einfach voll umfallen, wenn er sowas in der Hand hat. Also. Ich sag nur Arnie aus, wie hieß er? Predator mit dieser Maschine, der eine Typ da. Hat ihm auch nichts genutzt gegen den Predator. Ich hätte keinen Sinn. Gut. Ja, wenn ihr dann in die Kathedrale reingeht, seht ihr die Bankreihen, die vor zum Altar führen. Vor dem Altar kniet der Hühne, der Jeremiahs von gestern, und scheint zu beten. Da ist auch ein großes hölzernes Kreuz, so etwa 2 Meter hoch, 1,5 Meter breit. Und er kniet vor dem Altar und betet. Ist das eine orthodoxe Kirche? Armenisch könnte orthodox sein. Könnte. Ich kann es jetzt nicht so genau sagen. Wobei ich nicht sicher bin, neulich war er oder Papst in Armenien. Also wenn es da sowas wie Weihwasser gibt, wird sich. Ja, ist ja wurscht. Ist eine Kirche, das ist... Dave ist immerhin katholisch und er wird, wenn er Weihwasser ist, sich tatsächlich bekreuzigen. So, sagen wir mal, ist eine katholische Kirche fertig. Ja. Na gut, Kirche ist Kirche in dem Fall, also ich würde mich auf jeden Fall bekreuzigen. Wenn es eine evangelische Kirche wäre, wäre da kein Weihwasser, das ist das Problem. Tja. Die sind da ein bisschen spartanischer eingerichtet. Die haben einfach kein Weihwasser fertig.
gibt's da nicht. Läuft. Deshalb kann der Frederik auch kein Weihwasser herstellen, weil er kein Katholik ist. So, wieder zurück zu Hunter. Ja, und wenn ihr so in die Kirche auch reingeht, ihr hört das Klackern eines Rosenkranz, wenn die Perlen gegeneinander schlagen, ja, wenn die durch die Hand geführt werden. Kannst du mal kurz nachmachen? Klacker, klacker, klacker. Ganz so schnell geht's nicht. Man muss zwischendurch immer noch ein Ave Maria beten, 10-mal und dann ein Vater Unser, dann wieder 10-mal Ave Maria, dann wieder ein Vater Unser. Und so geht es insgesamt 50-mal, beziehungsweise 5-mal Vater Unser und 50-mal Ave Maria. Da kennt sich einer aus. Ja, ich habe den schon öfters mal gebetet. Das hat schon was sehr Monotones, Einlullendes. Meditativ. Und ganz gern gebetet. Ja, ja, meditativ. Es ist, wenn jemand stirbt, dann wird Rosenkranz gebetet unter anderem. Ja. Ich dachte 100 so. Ave Imperator. Nee, Moment. Na gut, ich würde ihn machen lassen, beziehungsweise wenn die anderen vorwollen, würde ich sagen. Konstantin sieht ihn ja jetzt zum ersten Mal, diese Gestalt. Mit dem Ledermantel und den etwas Unproportionen im Arm- und Nackenbereich. Ja. Schöne. Ach, Gabi! So. Mein Name ist Konstantin. Und das ist halt ein bisschen durch diese Kirche, weil die so einen großen Raum hat und das ist. Halt so ein bisschen wieder deine Worte, dass du ihn da ansprichst. Ja, und ich würde nur den Kopf schütteln. Er steht auf, dreht sich um und du merkst einfach, dass er 3 Köpfe größer als du. Und wenn er wollte, könnte er dir den Kopf mit bloßen Händen vom Hals reißen. Und er guckt euch alle 3 nur an, schüttelt den Kopf und meint, ihr habt es immer noch nicht verstanden. Nachdem ihr nicht da angekommen seid, wo ihr ankommen solltet heute Morgen, hätte ich mir gedacht, heute Morgen ist es fast Abend jetzt. Ja, es ist so Rosenkranz dauert halt eine Weile, aber nachdem ihr nicht angekommen seid, hätte ich mir gedacht, ist das der nächste Ort, wo ihr mich suchen werdet. Den Ort, den du uns nicht genannt hattest, gibt es nicht mehr. Ihr habt die Mappe nicht aufgehoben, die ich euch gestern vor die Füße geworfen habe, oder? Mit meiner Mappe. Visitenkarte drin? Nein, haben sie nicht. Was seid ihr für Detektive? Ich gucke Jäger? Sehr verdutzt zu den beiden rüber. Das war Johns Aufgabe. John wurde die Mappe zugeschmissen. Ja, euch fällt auch auf, dass dieser Rosenkranz sich am Griff einer euch bekannten abgesägten Schrotflinte befindet. Nun, lass uns nicht streiten, wir haben dich gefunden. Ja, wir sind am richtigen Ort, um euch zu zeigen, was das einzige Mittel ist, was gegen die Saat Satans hilft. Aber ich bin ja ganz froh, dass sie dich nicht gefunden haben. Wenn du deine Visitenkarte hier rumschmeißt. Ah, ein Bad im Rosenwasser, nicht Rosenwasser, im Weihwasser also. Nein, das ist wirklich nicht verstanden. Wahrer Glaube. Wahrer Glaube ist das Einzige, was gegen die Wesen der Nacht hilft. Und das solltet ihr begreifen. Geister gejagt, ich weiß, was gegen die hilft. Ja, Kamera, ein Wärmesuchgerät und ein bisschen Überzeugungskraft. Ich gucke ihn so fragend an. Das Feuer und das Schwert, der wahre Glaube der katholischen Kirche. Wie im Mittelalter, also. Er guckt dich nur so an und meint, wenigstens einer, der Anzeichen zeigt, dass er versteht. Habt ihr nicht gemerkt, dass der Pflock eigentlich nur zum Festhalten der Bibelseite war? Dass die Bibelseite den Vampir ruhig gestellt hat. Ist mir auch aufgefallen. Also, so genau habe ich gesehen. Der Vampir ist übrigens ein Häufchen Asche. Aber. Ich lächel dich nur so an und meine.
Sehr gut. Mich würde nur interessieren, was du mit seinem Blut machst. Das ist meine Sache. Aber ich hab keine Ahnung. Versteht ihr jetzt, warum ich hier beten kann? Ohne dass ich angegriffen werde von egal was hier in der Stadt rumrennt. Mit offenen Türen und ihr trotzdem hereinkommen könnt. Also Vampirblut nuckelt. Ihr habt gerade richtig hart geleckt. Weil du Vampirblut nuckelst, hat er gesagt. Nein. Nein. Geheiligter Boden. Und mein wahrer Glaube hält alles fern von diesem Ort, was hier sterben könnte. Nun, gegen alles scheint dies nicht zu helfen. Das Kreuz hat diesen Mr. D. scheinbar nicht beeindruckt. Dann fehlt dir der Glaube. Dann fehlt dir der Glaube, ja. Nun, der Glaube ging vor 30 Jahren verloren. Dann find ihn schnell wieder, denn du wirst ihn brauchen. Und so beginnt wahrscheinlich die Ausbildung unserer drei jungen Hunter mit dem etwas in die Jahre gekommenen Jeremiah Hill, der gar nicht so alt aussieht eigentlich. Merkwürdig. Und dann ist eine super Stelle, dann um hier zu unterbrechen und beim nächsten Mal weiterzumachen. Vielen Dank an meine Mitspieler, den Sleepnose, den Aulukat, den Bero und den Paradoxa. Und vielen Dank an euch, dass ihr zugeguckt habt. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Hunter. Mother, jage die Geschöpfe der Nacht. Und wann das ist, wann wir das nächste Mal spielen, das könnt ihr auf dem Nerdpol erfahren. www.nerdpolforum.de. Einfach mal reinklicken, da gibt es noch jede Menge andere tolle Rollenspiel-Streams, die tausendmal besser sind als dieser hier. Und was? Bestimmt, ja. Ich bin da nicht der Beste von denen, die da Sachen anbieten. Ich finde, da gibt es noch coolere als den hier. Ist schwer, aber es gibt noch coole. Ja, schaut da einfach mal rein, könnt ihr euch selber ein Bild machen. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.